Moin Freunde, hallo und herzlich willkommen zu meiner Review zu Ahsoka Folge 5 Schattenkrieger oder Teil 5, die Folgen werden ja als Teil bezeichnet. Ja, eine Review, mit der ich mir persönlich sehr, sehr schwer tue, denn ich habe sie bereits einmal komplett aufgenommen, war 80 Minuten lang, war nicht zufrieden damit, vor allem auf den Teil der Review, der sich halt eben um diese ganzen Szenen, um die Welt zwischen den Welten halt eben bezog. Und ja, hab mir gedacht, nein, das kann es nicht sein, denn ich habe große Schwierigkeiten, was die Deutung von oder den Sinn hinter Anakins Lektion, was Ahsoka angeht, halt eben betrifft. Und habe mir dazu jetzt noch einmal den ganzen Tag über mehr Gedanken gemacht. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie eine Bedeutung daraus sehe, kommen da wieder richtig viele Gründe bei mir rein, wieso ich dann denke, nein, das kann es nicht sein. Und deswegen wird wahrscheinlich auch der große Schwerpunkt dieser Review halt eben rund um diese Szene sich halt drehen. Das wollte ich ja schon einmal vorher gesagt haben und ich warne vor, das wird da ein bisschen chaotisch, bisschen unstrukturiert, bisschen unübersichtlich, ein bisschen weniger als beim ersten Aufnahmeversuch, weil das war da ganz, ganz schlimm, dass ich das so nicht hochladen wollte. Jetzt habe ich es nochmal so ein bisschen überarbeitet, aber ja, diese Szene stellt mich wirklich vor sehr, sehr große Probleme, aber da kommen wir erst relativ am Ende der Szene halt eben hin, weil ich erst diese ganzen verschiedenen Flashbacks, wo man da reingeworfen wird, einzeln und für sich bespreche und dann halt erst am Ende versuche, auf den größeren Sinn dahinter hinzukommen. Falls ihr eure Deutung von dieser Szene in die Kommentare schreiben wollt, fühlt euch frei, tut es gerne, vielleicht hilft mir das dann ja mehr auf die Sprünge, aber mehr wird man das dann ja in der Review dann sehen. Dann noch eine Verbesserung zur letzten Review, nämlich was Sabines Nutzung der Macht angeht im Kampf gegen Shin Hati, da meinte ich ja, dass sie so ganz leicht am Kopf so angekratzt hat mit der Macht, als sie so einen Machtschuss versucht hat, aber das halt wirklich wenig war. Nein, sie hat die Macht gar nicht genutzt, denn die Audiodeskriptionseinstellung auf Disney Plus, die hat das dann verraten, dass er Shin Hati als Reaction darauf, weil sie da einen Machtschuss erwartet hat, den Kopf so schnell zur Seite bewegt hat. Aber dann gemerkt hat, oh, da kommt gar nichts und das halt eben dann Sabine auch direkt vorgehalten hat. Also, Sabine hat nicht die Macht genutzt, habe ich falsch interpretiert. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt auch mal reinstarten in diese Review und wir starten halt eben nicht in der Welt zwischen den Welten, sondern an diesem Steinkreis auf Seatos. Und ich habe mal so gar kein Problem mit einer Sache, mit der scheinbar einige im Internet ein Problem haben. Und das ist die Tatsache, dass Hera Syndulla jetzt hier Jason erst einmal mitnimmt in der Ghost auf diese gefährliche Mission und ihn dann auch hier noch mit herauskommen lässt, wo die Gegend nicht so final gesichert ist. Und ich verstehe schon, wo man daherkommt, das zu kritisieren. Aber ich hatte zu keiner einzigen Sekunde wirklich ein Problem damit. Denn dass Jason hier mitgenommen wurde, das ist für mich halt einfach absolut ein Charakter für eine Hera Syndulla. Denn was ist so die Familie von Hera, die wir kennengelernt haben? Ja, natürlich kennen wir Shams Syndulla. Aber sind wir mal ehrlich, das war jetzt nicht wirklich jemand, der wirklich die ganze Zeit dann ein Teil von ihrer wirklichen Familie war. Das war die Rebels Crew. Und was war die Rebels Crew? Gleichzeitig Familie als auch Crew. Das heißt, Crew und Familie sind für Hera Syndulla irgendwo immer dasselbe gewesen. Und da macht sie jetzt halt eben mit Jason weiter, so wie er sie es kennt. So hat sie ihn dauernd um sich herum und kann ihn halt am besten großziehen, als wenn sie ihn die ganze Zeit bei jeder Mission immer ewig bei der Flotte bei irgendwelchen Aufpassern lässt. Deswegen habe ich absolut gar keine Probleme damit und finde, dass das absolut ein Charakter ist und feiere es auch sehr, wie Chopper wirklich so ein bisschen als Aufpasser immer bei Jason am Start ist. Was schön ist, weil das zeigt, wie sehr Hera Chopper vertraut und das auch wirklich eine gewisse Charakterentwicklung oder Charaktererweiterung von Chopper ist, der immer, was Ezra angeht, sehr auf den Kriegsbeil, sag ich mal, mit ihm angelegt war, sie sich gegenseitig immer so lieblich gemobbt haben, aber er jetzt wirklich mit Jason komplett beschützerisch ihm gegenüber eingestellt ist und es auch zulässt, dass Jason sich hinter ihm versteckt und dann da auch wirklich vor ihm stehen bleibt, um ihn zu schützen, so, das finde ich ist eigentlich ganz süß, wie sich Chopper da wirklich entwickelt hat und eine liebevolle Seite so richtig zeigt, auch wenn er die natürlich auch schon davor hat andeuten lassen, unter anderem, wo er ja Heras Hand gehalten hat, als Kanan in Rebels dann auch gestorben ist, um mit ihr zu trauern. Aber ich merke es, dass man jetzt auch hier im Umgang mit ganz anderen Menschen jetzt hier nochmal eine neue Chopper-Dynamik reinbekommt. Dann tut mir auch Huyang auch wirklich, wirklich leid, wie er sich darüber ja beklagt oder betrauert, dass sie sich nicht halt eben an seine Anweisungen immer zusammen zu bleiben gehalten haben, die Augen so nur halb geöffnet sind. Das wird schon gut gesellt und er hat mir wirklich leid getan. Und generell war das hier eine sehr schöne Aftermath-Eröffnungsszene, die so ein bisschen das danach zeigt von dem, was alles in der letzten Folge passiert ist, in der realen Welt. Dann geht's rein in die Welt zwischen den Welten und hier stört mich das De-Aging, das mich eigentlich schon auch davor nicht wirklich gestört hat. Es war nur ein bisschen auffällig, dass Anakin ein bisschen künstlich und digital aussah. Das ist hier komplett weg, so ab dem Zeitpunkt, wo er sich wirklich bewegt, wo er wirklich spricht, ist da, finde ich, jetzt kein Störelement mehr zu erkennen, weswegen ich mit seinem Look hier absolut zufrieden bin, stört mich zu 0,0 und die beiden, Anakin und Ahsoka, jetzt hier interagieren zu sehen, was soll ich sagen, als Clone Wars Fan ist das einfach nur ein absoluter Wow-Moment in Live-Action. Er haut ja jetzt auch nochmal Snips als Spitzname raus. Ich fand das immer so ein bisschen unangenehm, diese Spitznamen in den Kopfschmeißerei mit Snips und vor allem Sky Guy fand ich ganz schlimm, aber
irgendwo mochte ich es auch gleichzeitig immer, weil halt eben mir Ahsoka in The Clone Wars so viel bedeutet hat. Sie ist halt wirklich die Figur, mit der ich am meisten mitfühle in ganz Star Wars. Und Anakin ist auch zusammen mit Obi-Wan in der Top 3 meiner Lieblingsfiguren generell. Und hier fühlen sich auch beide komplett in ihrem Austausch und Charakter an. Anakin vor allem, wie er auch im Dialog sie direkt wieder leicht aufzieht, damit, dass sie den Kampf verloren hat, so. Das ist komplett im Charakter und ich habe mich direkt zu Hause gefühlt bei diesem Dialog zwischen beiden. Es ist ein Gänsehautmoment, da kommt man einfach nicht drum herum. Und sie hat im Grunde noch eine Chance weiterzuleben, nachdem sie sich erinnert, dass sie den Kampf verloren hat. Da gab es eine Hoffnung, meinte er. Und deswegen wirkt das Ganze hier so ein bisschen wie eine Art Nahtoderfahrung, dass ihr dann letztendlich Anakin erscheint. So ein bisschen wie in Harry Potter 7, wo dann Harry Potter halt eben ja von Voldemort, Spoiler für Harry Potter, also abschalten jetzt, wer das nicht hören will. Aber Gott, der Film ist 12 Jahre alt, das Buch ist 16 Jahre alt. Harry wird ja von Voldemort getötet mit dem Avada Kedavra-Fluch und dadurch tötet er den Horcrux, der Harry ist, was Voldemort nicht wusste. Aber und Harry bekommt deswegen halt eben nochmal die Wahl, indem ihm Dumbledore erscheint, am King's Cross Bahnhof weiterzuleben und zurückzugehen oder weiterzugehen. Und das wirkt so ein bisschen so, als wenn das ja eine ähnliche Szene ist, eben auch, weil es ja diesen starken Gandalf-Bezug gibt, mit Ahsoka, die ganze Zeit grau unterwegs ist, nach diesen Szenen hier auf einmal Ahsoka, die weiße ist, wie im Rebels-Epilog schon, was man so leicht geretconnt hat, dass das erst ein bisschen später bei ihr tatsächlich passiert. Und das ist ja bei Gandalf genauso gewesen. Er ist im Kampf gegen den Balrog gestorben und zumindest soweit ich das weiß, ich bin jetzt nicht so der riesige Herr-der-Ringe-Nerd, ich bin da halt eher auf der Filmebene unterwegs, aber darüber hinaus jetzt nicht so wirklich. So, dass er gestorben ist, aber dann zurückgeschickt wurde als Gandalf der Weiße, um seine Aufgabe halt eben in Mittelerde noch zu erfüllen. Und das ist ja die Richtung, in die Dave Filoni es okay bringen möchte. Deswegen schätze ich mal wirklich, dass das hier eine Nahtoderfahrung ist, die allerdings in meinen Augen dann ein bisschen schwach inszeniert wurde, weil ich jetzt am Ende von der vierten Folge nicht das Gefühl hatte, dass Ahsoka hier wirklich in Lebensgefahr schwebt oder gestorben ist, weil sie eine Klippe runterfällt. Weil, sind wir ehrlich, Machtnutzer, die bei Bewusstsein runterfallen, das ist keine Bedrohung für die. Wir haben in der Clone Wars Staffel 2 gesehen, sogar bei Ahsoka, wie sie einfach komplett ohne irgendwelche Skrupel einen hunderte Meter langen Wall einfach runtergesprungen ist und sich easy mit der Macht abgefangen hat. Und es ist ja nicht so, dass es hier nur der Ozean ist, da wo sie runtergefallen ist, da sind Steine. Das heißt, das kann sie da einfach auch gemacht haben, weswegen das halt eben jetzt nicht so wirkt, als wäre sie jetzt hier gestorben und hätte jetzt hier noch die Möglichkeit, sich noch zu retten. Und wenn das der Fall ist und alles deutet darauf hin, dass das doch der Fall sein soll, dann ist das halt eben von Folge 4 nicht wirklich eindeutig inszeniert worden, finde ich. Denn dazu passt auch die Lektion, die Anakin ihr jetzt hier mitteilen will, mit Lebe oder Stirb. Und dann eine kleine Sache an der deutschen Synchro, die ich ein bisschen kritisieren möchte, und zwar sagt dann Anakin im Englischen, als Ahsoka sagt, dass sie nicht gegen ihn kämpfen möchte, heard that before. Damit ist es natürlich eine Anspielung auf Luke Skywalker, der auch nicht gegen ihn kämpfen wollte, aber im Deutschen wird das dann halt so ein bisschen generischer übersetzt mit das höre ich ständig, und das nimmt, finde ich, so ein bisschen das Gewicht aus dieser Szene und auch macht das, finde ich, ein bisschen verwaschener, worauf hier angespielt wird, und zwar auf Episode 6. Das hätte, finde ich, die deutsche Synchro da einfach eins zu eins übersetzen können. Das habe ich schon mal gehört. Und fertig ist, viel besser in meinen Augen. Fand ich da wirklich schade. Und dann ist die Frage, ist das hier wirklich Machtgeist Anakin oder ist das einfach nur eine Projektion von Anakin, die ihr in ihren Kopf erscheint und nicht, wie der wirkliche Anakin eigentlich ist, was ja auch einige vermuten. Und da, finde ich, ist es halt eindeutig, es ist der Machtgeist Anakin, und dabei ist es jetzt egal, ob es jetzt wirklich in der Welt zwischen den Welten ist oder ob das alles in ihrem Kopf stattfindet. Und ob das jetzt, wo das jetzt ist, da kommen wir im Laufe der Review immer mal drauf zu sprechen wieder an gewissen Punkten, beziehungsweise kommen wir gleich hier nach drauf zu sprechen, direkt sehe ich gerade in meinem überarbeiteten Skript, das war im Skript bei der ersten Review so gewesen. Ja, also, vor die Frage, ob Anakin jetzt hier Machtgeist ist oder nicht, ist es erstmal egal, ob es echt ist oder ob es nur in ihrem Kopf stattfindet, denn Machtgeist kann, denke ich mal, auch in ihrem Kopf erscheinen und zwar in ihren Gedanken einfach. Und ja, hier ist es sehr klar, es ist der Machtgeist Anakin, denn ein Anakin in ihrem Kopf hätte nicht wissen können oder hätte diese Anspielung auf Luke Skywalker nicht geben können, weil sie dieses Wissen letztendlich einfach nicht hat, dass Luke genau das gesagt hat zu Anakin. Denn ja, sie werden wahrscheinlich, weil sie sich ja kennen, drüber gesprochen haben, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, aber ich bezweifle, dass er Luke sagt. Und ja, ich habe ihm dann gesagt, dass ich nicht mit dir kämpfe, Vater. So, ich denke mal nicht, dass das so abgelaufen ist, und deswegen ist es, finde ich, eine Bestätigung. Allein die Tatsache, dass er das gesagt hat, dass das hier wirklich Machtgeist Anakin ist, von vorne bis hinten, der hier erschienen ist, und auch keine Episode 3 Anakin, wie ich es ja auch erst so ein bisschen vermutet hatte. Nein, es ist wirklich Machtgeist Anakin, der hier erscheint. Und jetzt die Frage,
Sind sie hier in Ahsokas Kopf oder wirklich in der Welt zwischen den Welten? Das ist, finde ich, auch eindeutig. Sie sind hier in der Welt zwischen den Welten. Denn wäre das jetzt nur in Ahsokas Kopf eine Einbildung von ihr selber, eine Erscheinung von ihr selber, dann würde Jason Syndulla später nicht den Kampf zwischen Anakin und Ahsoka hören können. Und außerdem taucht auch Ahsokas Körper ganz am Ende der Folge erst, also nicht am Ende der Folge, aber nach diesem ganzen Kram, den sie durchlebt hat, wirklich wieder auf. Der war davor nicht auf den Scannern und ist es dann auf einmal wieder, dass sie den Körper auch dann lokalisieren können, weil sie schon richtig viel abgesucht haben. So, das funktioniert nicht, wenn der Körper die ganze Zeit da ist. Dann wäre sie ertrunken, wenn sie die ganze Zeit da geschwommen wäre, weil hier wirklich richtig viel Zeit vergeht, wo sie erst einmal suchen, die wir wirklich sehen. Das heißt, da vergehen wirklich Stunden, wo Ahsoka gesucht wird, in der Zeit wäre sie schon längst ertrunken. Deswegen, das sind für mich drei klare Indizien. Jason hört den Kampf, Ahsoka ertrinkt nicht und sie finden Ahsokas Körper erst später auf den Scannern und wo er die ganze Zeit nicht gewesen ist. Das sind drei klare Indizien, die zeigen, Ahsokas Körper war nicht da, sie war nicht anwesend, sie war wirklich in der Welt zwischen den Welten. Ja, das dazu und dann kommt es halt eben zum Lichtschwertkampf zwischen Anakin und Ahsoka, weil er ihre Lieb- oder Stirb-Lektion beibringen möchte und Hayden Christensen ist hier einfach wirklich unfassbar. Er ist wirklich, was die Live-Action-Lichtschwert-Kampf-Choreografien angeht, mein Lieblings-Lichtschwertkämpfer, weil er so eine unfassbare Kraft und Präzision in seine super schnell ausgeführten Schlagbewegungen steckt, wie eigentlich kaum ein anderer. Und mir tut es dabei sogar so ein bisschen weh, es mit diesen Lichtschwerteffekten hier zu sehen, weil versteht mich nicht falsch, die Lichtschwerter, wenn sie ruhig sind, sehen besser aus als in den Prequels, weil es ja auch inzwischen Props sind, die wirklich Licht abgeben, aber sobald sie sich bewegen, habe ich das Gefühl, spart man da in Effekten, macht sich nicht die Mühe, die halt eben wirklich zu eine Keyframe-Animation zu machen, Frame für Frame den Effekt drauf zu machen, was man einfach da dran sieht. Das hatte ich ja schon mal in Mandalorian genauer erklärt gehabt, für die Leute, die meine Reviews jetzt natürlich öfter hören, dass es ja früher so war, dass auch wenn die Schwerter sich schnell geschwungen haben, man dann einfach trotzdem eine komplett weiße Fläche hatte im Inneren. Das ist inzwischen auch nicht mehr ganz der Fall, weil die jetzt auch ein bisschen eher in den Farben, in der eigentlichen Lichtschwertfarbe sind, die Kerne, die früher komplett weiß waren. Aber man hat diesen Effekt einfach nicht mehr, wenn sie schwingen. Das ist wirklich am unteren, da wo der Griff ist, ist es meistens heller als in der Spitze. Da ist es dann wirklich nicht mehr ganz so hell und den Effekt kriegt man einfach da drin. Hat man einfach, wenn man einfach ein leuchtendes Lichtschwert selber mit einer Kamera aufnimmt. Weil halt natürlich, wie funktionieren Lichtschwerter, die leuchten? Da ist eine Lampe oder irgendwie Licht im Griff versteckt und schießt halt dieses Licht in die Klinge und das ist natürlich unten am Griff stärker als oben in der Klinge und das sieht man dann eben vor allem im Motion Blur, wenn man das in Kamera hat und das ist auch hier wieder der Fall und weswegen ich irgendwann, wenn ich mal viel zu viel Zeit haben sollte, was wahrscheinlich auch längere Zeit nicht der Fall ist, werde ich definitiv eine Überarbeitung von so sämtlichen Lichtschwerteinsätzen in diesen Serien machen, weil mir einfach dieser Look persönlich gar nicht gefällt und ich nicht verstehen kann, wieso man ausgerechnet daran spart, weil das etwas ist, das ist nicht teuer, das kann ich einfach machen mit nicht allzu viel Zeit, die in investiert wird im Verhältnis. Naja, dann sind wir wieder beim Steinkreis, wo der Kampf dann wirklich am Laufen ist zwischen Anakin und Ahsoka, was auch übrigens ein Gänsehautmoment ist. Anakin kämpft gegen Ahsoka in Live-Action und das sieht gut aus. Sind wir wieder am Steinkreis, sie fragen sich da alle so ein bisschen, was hier eigentlich passiert ist. Ist halt so Standardkram, der ein bisschen abgetan wird. Wir haben dann einen Leia-Name-Drop, wo gesagt wird von Carson Teva, dass Leia oder Senatorin Organa sie nicht mehr länger decken kann. Was ich wirklich sehr cool finde, dass sie hilft, denn das ist nicht wirklich einfach nur ein plumper Fanservice-Name-Drop, einfach um diesen Name-Drop zu haben. Und damit auch aufzubauen, dass sie bestimmt später auch im Mandoverse noch auftritt, genauso wie Han. Ich denke mal, das ist eine Frage der Zeit. Nein, sie kennt Hera natürlich aus Rebels, das ist ganz klar. Und ist halt auch selber eine Figur, die sehr wachsam ist, was eine mögliche Rückkehr des Imperiums angeht, im Gegensatz zum Rest vom Senat. So, deswegen gründet sie in den Sequels den Widerstand, weil die Neue Republik die Gefahr nicht sieht, Leia sieht die Gefahr. Das ist genau dasselbe. Sie versteht hier Hera, was die mögliche Gefahr, die durch Thrawn ausgeht, angeht und unterstützt sie deswegen im Senat. Das ist also lore-technisch komplett sinnmachend und kein plumper Fanservice, dass man hier Leia Organa erwähnt. Generell, der Dialog zwischen Carson Teva und Hera Organa, wollte ich schon sagen, Hera Syndulla gefällt mir persönlich. Man hat einfach hier Hera mit dieser rebellischen Scheiß auf die Republik, wir machen jetzt hier das Wichtige, Einstellungen. Und dann Carson Teva, der auch auf ihrer Seite ist, wie man ja auch im Mando sieht, ihre Seite teilt, aber als jemand, der noch deutlich weiter unten in der Hierarchie ist, auch so ein bisschen Angst vor den Konsequenzen hat und diese Sicht deswegen da auch mit reinbringt immer wieder, ist ein nettes Hin und Her. Und dann kriegt dann da noch Jason in diesen Dialog mit reingeschmissen, wodurch Hera von beiden Seiten wirklich ja unter Druck gesetzt wird, zwei Gespräche gleichzeitig führen muss. Und was Jason angeht,
Ist mir jetzt auch, wahrscheinlich bin ich ein absoluter Blitzmerker, was das angeht, aufgefallen, dass er letztendlich eigentlich genau denselben Schulterschutz mit demselben Logo da drauf trägt wie Kanan. Das ist mir aber auch erst aufgefallen, weil ich erst dachte, das wäre ein Deathwatch-Schulterschutz, weil da einfach dieses Deathwatch-Logo nicht drauf ist, aber etwas, was so ähnlich aussieht. Aber dann habe ich gesehen, oh, das hat Kanan genauso, deswegen ist es eigentlich nur etwas, wo er nach seinem Vater kommt, was ich dann ganz schön finde, dass man diesen kleinen Teil vom Design da noch mit reinbringt. Und dass dann Jason Syndulla diesen Kampf hört, ist, finde ich, sehr cool, um ihn so langsam aufzubauen und ihm auch glaubhaft etwas zu tun zu geben, dass er nicht einfach nur ein Sidekick von Hera ist, sondern er auch wirklich etwas zur Handlung beiträgt als glaubhaft machtsensitiver Charakter, was mir persönlich gut gefällt. Und ich werde wirklich jede Folge dadurch wirklich gespannter auf ihn und seinen Weg, auf dem ihn diese Serien dann bringen werden, weil ich mich wirklich frage, okay, wo landet er? Landet er bei Luke oder nicht? So, meine Theorie jetzt auf lange Sicht ist, dass er bei Ezra landet, was wirklich richtig krass wäre, wenn dann Ezra Kanans Sohn ausbildet, oh mein Gott, aber wir müssen erst einmal gucken, in was für einem Zustand Ezra inzwischen ist und wie es ihm so geht, um da weiterzudenken. Aber das ist so das für mich wahrscheinlichere Szenario, sollte Ezra gerettet werden, als dass er einfach zu Luke's Jedi-Orden kommt. Denn jeder Jedi, der zu Luke's Jedi-Orden kommt, der läuft Gefahr dann von Ben Solo 28 nach der Schlacht von Yavin, glaube ich, müsste es ungefähr stattfinden, ausgelöscht zu werden. Aber ja, reden wir nicht darüber. Und zwar mag ich es sehr, da wieder wirklich die Schwerter im Sound mit der Brandung zusammen gemixt werden. Es ist so ein ähnlich smoother Übergang zwischen den Wellen und der Welt zwischen den Welten, wie auch der Übergang am Ende von der vierten Folge gewesen ist. Dann kommt das Force-Theme hier noch rein, was random super intensiv ist, aber wirklich cool ist, dass Jason es bekommt und mir zeigt, mit der Figur hat man noch einen längeren Plan. Und weswegen ich bei jeder Szene mit Jason Syndulla wirklich gespannter bin. Und dann ist allerdings eine Frage, die ich mir stelle, weil dann Hera ja von Jason animiert wird, hier mitzuhören und dann, so wie es inszeniert wird, hier wirklich etwas hört und dann die Suchen noch einmal intensiviert. Und da muss ich sagen, die Szene finde ich sehr unglücklich. Einmal von dem, was erzählt wird, weil es wird uns hier erzählt, dass Hera es wirklich hört und das wäre dumm, weil das, finde ich, sollte wirklich machtsensitiven Lebewesen wie Jason vorbehalten sein. Das ist halt so ein random, wieder so ein random Ding, okay, sie kann jetzt auch scheinbar irgendwas von der Macht nutzen, Ding wie bei Sabine, was hier reingeschoben wird, was mir persönlich gar nicht gefällt. Und selbst wenn das nicht der Fall ist und sie es nicht gehört hat und das nur so wirkte, war es halt mindestens unglücklich inszeniert, weil das halt eben genau so rübergekommen ist bei mir zumindest, dass sie da wirklich was gehört hat. Ich hätte es halt viel besser gefunden, wenn sie halt eben hier Jason komplett vertraut hätte. Das wäre auch noch ein besserer Mutter-Sohn-Moment gewesen, weswegen die Szene für mich so ein bisschen verschenkt worden ist. Aber es ist schon mal eine schöne Vorarbeit, dass man jetzt hier den Kampf wieder erwähnt und auch so ein bisschen hört, dass halt eben gleich wieder zum Kampf gecuttet wird, aber natürlich nicht sofort, weil jetzt erst einmal noch Carson Teva von Hu Yang auf halt eben Kanan hingewiesen wird, dass er ein Jedi gewesen ist, tatsächlich, was ein schöner Name-Drop gewesen ist, der jetzt hier auch nicht erzwungen worden ist, da Carson Teva ihn natürlich absolut gar nicht kennt und wahrscheinlich erst danach mit Hera zusammengearbeitet hat, als Kanan schon längst weg war, und dass er dann auch sofort merkt, okay, da war ein Jedi, okay, dann vertrauen wir denen so, das finde ich persönlich sehr, sehr sympathisch, so wie er direkt wirklich schaltet und dann einfach sagt so, ja, okay, fuck it, I'm in, ich mach einfach, was du sagst, so, wird schon stimmen. Und diese Spontanität, ich liebe es wirklich, denn ich freue mich durch diese kleinen schauspielerischen Eigenheiten, die er hier zeigt, sehr auf sein Iroh in der Netflix-Avatar-Serie. Naja, es geht zurück in die Welt zwischen den Welten, wo dann Annie erstmal einen legendären Anakin-Spin raushaut, wie in Episode 3, der wirklich eine der bekannteren Spinning-Aktionen von ihm gewesen ist, was ein kleiner Ausrastmoment für mich gewesen ist, ja. War nicht unbedingt zwingend nötig, aber er hat es einfach getan, um anzugeben und um uns nochmal ein bisschen Nostalgie zu geben. Deswegen, es hat funktioniert, ich kann mich da nicht beschweren. Und man merkt allerdings ein bisschen die Perücke, die er trägt, weil das ist natürlich nicht Hayden Christensens richtiges Haar, das ist nicht die Frisur, die er jetzt hat, im Gegensatz zu Episode 3 einfach. Merkt man in dem Punkt, wo Ahsoka ihn dann wirklich tritt, was auch tatsächlich sich angefühlt hat wie ein Geschwisterkampf, der so zu weit geht, wo so einer den anderen aus Versehen bei dem Spaßkampf ernsthaft verletzt, so ganz kurz bei Anakin, so ganz kurz so, geguckt hat mäßig, aber egal, so, da sind seine Haare so auf einmal so aufgesträubt, das fühlt sich ein bisschen unnatürlich an und da, finde ich, hat man die Perücke gemerkt, aber ansonsten nicht. Und dann, ja, tut er was Illegales, wovon wir nicht wussten, was man tun kann, er segelt einfach, er zieht Ahsoka im wahrsten Sinne des Wortes den Boden an den Füßen weg und wir gehen jetzt rein in die Flashbacks, wo ich jetzt noch nicht so viel interpretiere, sondern einfach eher das bespreche, was dort passiert. Und der erste Flashback schickt uns zurück in den einzigen kanonischen Star Wars Film, der nicht Live-Action ist, und das ist der Star Wars The Clone Wars Film, die Schlacht von Teth, dieses Kloster, was auf diesem Berg ist, wo ich noch in der Reaction dachte, dass die ersten zwei Flashbacks, wo wir dann noch auf Ryloth gleich sind, dieselben wären, aber nein, ist es nicht, denn der Mann hat hier wirklich AT-ATs
Nebel in derselben Farbe und auch ein Dialog, der hier und da so ein bisschen ähnlich ist zu dem im Film. Und ich habe sogar gelesen, scheinbar auch ein sehr ähnlicher Soundtrack. Das habe ich jetzt nicht noch einmal überprüft tatsächlich. Aber das zeigt, okay, das hier ist definitiv die Schlacht von Teth, wo sie gerade gelandet sind mit ihren Kanonenbooten und jetzt halt eben auf diesen Berg, nun so nenne ich es jetzt einfach mal, von diesem Kloster zulaufen, wo sie dann halt eben raufklettern. Diese Laufsequenz ist im Original nicht so lang, aber das ist auch hier wirklich sehr, sehr scheißegal. Ich freue mich hier einfach, eine Schlacht aus einem Film, aus dem einzigen Film, der nicht Live-Action ist, jetzt hier in Live-Action zu bekommen. Irgendwie macht mich das komplett glücklich. Und nebenbei geben mir auch die ganzen Klone, die da vorbeilaufen und die ganzen Explosionen so ein bisschen Flashbacks auf diesen allerersten Teaser, der bekannt gegeben hat, dass Clone Wars 7 kommt, wo man diese Helme hatte, wo nebenbei um diese Helme herum immer diese Projektile eingeschlagen sind, es Explosionen gab tatsächlich, das hat mich daran nochmal ein bisschen erinnert und deswegen die Clone Wars Flashback-Gefühle nochmal intensiviert. Und was auch ein Kritikpunkt war, den ich öfter gesehen habe, inszenatorisch ist der ganze Nebel, wo diese Flashbacks drin gehüllt sind. Es ist natürlich eine gute Art und Weise, um Budget zu sparen, weil man nicht diese Schlachten in ihrer Gänze zeigen muss, sondern nur halt eben das, was ganz grob drumherum um Ahsoka passiert. Und das sind eigentlich immer nur Explosionen und Klone, die wo langlaufen und schießen. Viel mehr ist das meistens tatsächlich nicht. Aber ich finde, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Stilmittel, denn es geht hier nicht darum, in voller Gänze diese Schlachten zu zeigen, sondern es geht halt einfach wirklich um das, was hier zwischen Anakin und Ahsoka passiert. Und dieser Nebel hilft halt einfach, dass man sich nicht allzu sehr vom Schlachtgeschehen drumherum, was natürlich trotzdem da ist, ablenken lässt, weswegen das in meinen Augen eigentlich eine sehr, sehr gute, ja, Art und Weise war, wo man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat. Einerseits man spart Budget, andererseits man legt den Fokus auf das wirklich Relevante, weswegen ich persönlich ein Fan vom Nebel bin. Und der Rest drumherum um Anakin und Ahsoka ist letztendlich einfach nur Hintergrundkulisse. Und dann sprechen wir mal über die junge Ahsoka Tano. Ariana Greenblatt ist es geworden, wie auch schon bekannt gewesen ist vorher. Da konnte man leider Gottes nicht drumherum mitzubekommen, dass sie wahrscheinlich für eine mögliche junge Ahsoka Tano gecastet wurde. Da es ja auch Leaks, was Flashbacks in die Klonkriegszeit angeht, gab. Auch mit der Rüstung, die Hayden trägt und so. Das ist ja so kacke, dass man gegen seinen Willen, also ich zumindest, das immer in meine Twitter-Timeline gespült bekomme und es deswegen nicht so ist, dass ich dann hier bin und wirklich denke, oh mein Gott, das habe ich gar nicht erwartet, sondern es eher so ein, oh mein Gott, es stimmt ja wirklich Moment ist. So, ja, was immer ein bisschen schade ist, aber okay, kann man leider Gottes nichts gegen machen, ansonsten müsste ich mich ja wirklich sehr aus dem Internet raushalten und wirklich viel nicht mehr mitbekommen und das ist halt einfach so dann ein Opfer, was ich dann nicht bereit bin zu bringen, da ich trotzdem irgendwie up to date bleiben möchte, was so Star Wars angeht. Ja, Ariana Greenblatt, was ist sie für eine Besetzung für eine 14-jährige Ahsoka, wie wir sie jetzt sehen? In meinen Augen eine wirklich sehr, sehr starke. Optisch ist sie so zu 95% perfekt. Ich denke mal, rein von der Optik wäre vielleicht noch es drin gewesen, da noch ein bisschen was rauszukitzeln. Aber sie ist mehr als nur gut genug, dass man sie sieht und sofort denkt, ja Mann, das ist Ahsoka Tano. Und ich tatsächlich auch bei ihrem Outfit keinerlei Cosplay-Vibes bekomme. Was sehr oft ein Problem ist, wenn man Animationscharaktere, und das ist eine Clone Wars Ahsoka, absolut, da man ja wirklich mit Live-Action Ahsoka einige mehr Freiheiten mehr hatte, was das Outfit angeht. Hier hat man eine Figur, wo es schon so viele Cosplays zu gab, mit solchen ähnlichen Outfits genommen und es fühlt sich nicht nach Cosplay an. Und das ist, finde ich, einmal etwas, was für ihre Besetzung optisch spricht hier tatsächlich. Und was das Outfit generell angeht, wo ich ja gerade schon dabei gewesen bin, ist es natürlich nicht dasselbe wie in Clone Wars Staffel 1. Und ich bin verdammt froh um diesen Redcon, weil ich brauche hier keine 14-Jährige, die komplett bauchfrei hier rumläuft. Das war von Anfang an eine scheiß Designentscheidung, die möglicherweise einfach getan wurde, um weniger Kleidung zu simulieren, weil das halt auch aufwendig ist. Aber da frage ich mich, hättet ihr es nicht einfach dann machen können, wie bei Anakin und Obi-Wan, ihr trotzdem was Längeres geben? Deswegen ist halt der Redcon, den man in Tales of the Jedi dann letztes Jahr gemacht hat, ein sehr guter gewesen, wo man sie auch an dieser Zeitperiode sieht, wie sie eine Lektion von Anakin, um sich selbst zu verteidigen, mitbekommt, aber sie halt eben eine viel längere Version ihres Outfits trägt. So ein bisschen bauchfrei ist es noch, aber es ist halt wirklich sehr, sehr wenig. Das war schon mal ein Upgrade. Hier ist man jetzt noch ein bisschen weitergegangen, hat wirklich ihr Tales of the Jedi Outfit, was ja schon eine modifizierte Version der Staffel 1 und 2 Outfits gewesen ist, genommen und es dann das Bauchfreie komplett eliminiert. Danke, danke, danke. Das ist ein Redcon, der für mich einfach komplett Sinn macht und einfach das, wie es davor war, so ein kleines random Störelement eigentlich gewesen ist. Nur kommt noch dazu, dass sie halt eben nicht diese weiße Hose hat, sondern auch eine dunkle Hose. Aber ja, ansonsten ist es eigentlich relativ ihr Staffel 1 Outfit, nur eben in einer überarbeiteten, geredcotten Version. Und das generelle Kostüm ist, finde ich, wirklich gut gelungen. Das Make-up ist gut gelungen. Und man checkt halt eben, wenn man hier jetzt wirklich ein 14-jähriges Mädchen in Live-Action sieht, so wirklich erst wie jung sie war, da auch junge Charaktere in Animationen, sei es jetzt 2D oder 3D, auch
sehr, sehr oft dennoch nicht wie solche Kinder wirken, weil man sie halt einfach nicht als solche sieht, weil sie halt einfach keine menschlichen, wirklichen Live-Action-Kinder sind. Und jetzt, wo man wirklich dieses 14-jährige Mädchen hier hat, denn ja, ich weiß, Ariana Greenblatt ist inzwischen 16, aber zum Zeitpunkt des Drehs war sie höchstwahrscheinlich noch 14, checkt man erst, wie jung sie wirklich gewesen ist, wie die Jedi wirklich Kinder in diese Schlacht geschickt haben, was das Ganze sehr makaber macht, aber auch zeigt, wo der Jedi-Orden zu diesem Zeitpunkt einfach auch angekommen ist inzwischen und wie weit er sich von seinem eigentlichen Kern entfernt hat, was ja so die ganze Geschichte der Jedi in den Prequels ist, was ja inzwischen mit Fall of the Jedi auch diese gesamte Ära, die ja letztens erst definiert wurde aus der Star Wars Celebration, einfach ja ausmacht, was deswegen nochmal eine sehr, sehr interessante Perspektive gewesen ist. Und schauspielerisch gefällt sie mir auch extrem gut. Schauspielerisch ist sie für die 14-jährige Ahsoka eine 10 von 10, vom Look her eine 9,5 von 10 und damit bin ich insgesamt extrem zufrieden, wie Ahsoka hier in diesem Flashback als 14-Jährige wirkt. Und ich betone hier bewusst als 14-Jährige, weil ich tatsächlich noch gerade beim Mandalore Flashback, wo sie 3 Jahre älter ist, dann doch noch sehr viel Kritik an diesem Casting hier üben muss. Aber als 14-Jährige ist das hier ein grandioses Casting, da Ariana Greenblatt sie auch hier wirklich über den Look hinaus sehr, sehr gut spielt. Und im Deutschen haben wir auch Josephine Schmidt als Synchronsprecherin, wo es wirklich der Wahnsinn ist, wie sie es schafft, dass Ahsoka dann auch wieder klingt wie vor 15 Jahren im Clone Wars Film als Schülerin und viel, viel kindlicher, ist, finde ich, auch ein Prop, der man hier auf jeden Fall rausgeben kann. Und dann haben wir natürlich Hayden Christensen, der jetzt hier auch die Rüstung aus der Clone Wars trägt, was natürlich großartig ist. Es hat starke Cosplay-Vibes, da kommt man nicht drum herum. Hat es schon im Battlefront 2, als man ihn da freischalten konnte mit der Rüstung, wo ja man ja auch schon einen relativ gut aussehenden Hayden Christensen als Character-Model von Anakin natürlich gehabt hat, in einer relativ guten Grafik schon. Aber dass es cosplayig aussieht, weil man hat viele Anakin-Cosplays zur Klonkriegs-Ära schon gesehen mit dieser Rüstung, da kann man einfach nichts gegen machen, wenn man es originalgetreu machen möchte. Und das macht man jetzt hier einfach. Und ich liebe es, dass man es macht, dass man sagt, scheiß drauf, dass es vielleicht ein bisschen cosplayig aussieht. Wir machen es einfach. Dass man diesen Mut hier hat, es einfach zu tun, liebe ich persönlich, weswegen ich damit sehr, sehr zufrieden bin, auch wenn der Cosplay-Vibe trotzdem einfach da bleibt, da kann man nichts gegen tun. Hilft auch wahrscheinlich nicht, dass man hier auch wahrscheinlich Hayden Christensens richtige Haare hat von der Frisur her, weil die natürlich dann auch eher dran sind an den Anakin, wie er damals war, mit zwar schon etwas längeren als in Episode 2, aber dennoch noch relativ kurzen Haaren, aber dadurch, dass er dadurch auch von den Haaren her eher aussieht wie Hayden Christensen, sieht er auch automatisch, finde ich, ein bisschen älter aus, und sieht nicht ganz so aus wie Anakin zu dieser Ära vielleicht, weswegen mir es wirklich so ein kleines 50-50-Ding ist bei diesem Look. Einerseits liebe ich es, dass man es gemacht hat mit der Rüstung, andererseits kommen da Probleme mit einher, gegen die man sich nicht wehren kann, aber insgesamt bin ich ein Fan davon, dass man es getun hat. Junge, was rede ich denn hier? Auf jeden Fall gefällt mir allerdings eine Sache nicht so ganz, dass man hier wirklich Ahsoka nicht diesen ikonischen Backrip gibt, den man ja wirklich eigentlich kaum gehabt hat bisher in Live-Action, aber darüber hinaus verstehe ich das inszenatorisch in der Szene, weil da sie genau wie Anakin dann einfach nach vorne läuft. Daher wäre es vielleicht ein bisschen komisch, hätte sie den Backrip hier gehabt. Das ist ja eher eine Sache, die nutzt sie halt oft, wenn sie steht. Aber cool hier nochmal ihr grünes Lichtschwert in Live-Action zu haben, auch wenn das, finde ich, auch sehr wieder wie ein Prop-Lichtschwert von vorne bis hinten aussah, auch wie es sich rausgefahren hat. Das sah eher aus wie dieses Lichtschwert zum Rausfahren, was Disney vor kurzem erst entwickelt hat. Aber naja, auf jeden Fall ist hier letztendlich auch noch so ein bisschen die Aussage, dass Ahsoka hier mit Anakin mithalten muss und ihm auf ihrem Pfad hier folgt und hier mit ihm mitläuft. Und damit gehen wir dann direkt über in den zweiten Flashback, der dann auf Rydoth spielt, weil wir da einfach Twi'lek-Rebellen die ganze Zeit im Hintergrund haben und auch der Nebel im Hintergrund hat sich geändert, um zu zeigen, dass hier ist wirklich ein anderer Ort. Und natürlich wäre es auch irgendwo cool gewesen, Shem Syndulla hier im Hintergrund zu haben, um auch eine Verbindung zu Hera zu schlagen, wobei Ryloth alleine ist schon eine Verbindung genug eigentlich, aber das hätte natürlich inhaltlich keinen Sinn gemacht, weil er war eigentlich die ganze Zeit bei Windu gewesen, wie man in Clone Wars gesehen hat, und da hatte Windu am Boden zumindest keinen Kontakt mit Anakin und Ahsoka, deswegen macht es Sinn, dass man ihn hier tatsächlich nicht im Hintergrund sieht. Jetzt könnte man sich auch fragen, aber okay, waren Anakin und Ahsoka jemals an der Bodenschlacht auf Ryloth beteiligt? Und das ist halt eigentlich auch ein ganz klares Jein. Man sieht es nie direkt an der Clone Wars, aber man sieht das, nachdem man ja in der ersten Folge dieses Dreier-Arcs gesehen hat, wie sie letztendlich die Blockade durchbrochen haben, so sieht man sie in der dritten Folge des Arcs, wie sie halt eben in ihren Jägern unterwegs sind, auf dem Planeten selber und da auch ein bisschen mit den Tag retten tatsächlich, aber das zeigt, okay, sie waren auch wirklich auf der Oberfläche aktiv und da werden sie sich nicht nur bei einer tagelangen Schlacht in den Jägern gewesen sein, sondern auch eigene Schlachten geschlagen haben am Boden und deswegen wirkt das hier wie in der Schlacht, die kanonisch passiert ist, aber man selber nie wirklich gesehen hat.
Und dann sehen wir auch tatsächlich den Goat zum ersten Mal, und zwar Rex in seiner Phase 1 Rüstung. Er sagt noch nicht so viel, er steht im Hintergrund herum, aber er ist absolute Perfektion und hat mich glücklich gemacht. Generell bei der Frage, ob Phase 1 oder Phase 2 bei den Klonen geiler aussieht, beides. Beides sieht perfekt aus. Ich mag persönlich den Look von Phase 1 mehr, aber finde Phase 2 sieht viel cooler aus, weswegen einfach beide für mich auf unterschiedlichen Ebenen besser als die andere sind und Klonendesigns deswegen für mich immer absolutes Peak sind. Inhaltlich wiederholt man hier so ein bisschen Ahsokas Erfahrungen in der 19. Folge der ersten Staffel, der ersten Folge von diesem Arc, wo sie ja ein bisschen übermütig ihre Staffel rausführt in die Schlacht, entgegen der Befehle nicht zurückkehrt und dann lernen muss, dass aufgrund ihrer Entscheidungen und ihrer Befehle wirklich Leute sterben und darunter leiden. Und das ist ja auch das, was sie jetzt hier so ein bisschen sagt. Man sieht es nicht so wirklich, aber es wird impliziert, dass Befehle von ihr letztendlich der Grund sind, wieso hier die ganzen Klone hier tot herumliegen. Und sie ist auch hier direkt nochmal ein bisschen emotionaler und bewegter vom Krieg als in der Serie, aber da hatte man vielleicht nicht immer direkt die Zeit, das so perfekt zu zeigen, außer in vereinzelten Folgen. Aber hier natürlich, wo man auch gut Tränen darstellen kann, natürlich mit einer echten Schauspielerin, sieht man nochmal ein bisschen mehr, wie das wirklich was mit ihr macht, was mir gefallen hat. Und mich bekommt das Ganze emotional wirklich, dass ich hier mit ihr in der Situation, wo sie auch wirklich wieder die Rolle der Jedi im Krieg hinterfragt, komplett mitfühle, weswegen noch einmal Ariana Greenblatt hier für mich ein sehr, sehr gutes Casting gewesen ist. Ja, sie hinterfragt ja wirklich den Weg der Jedi, indem es eigentlich im Krieg jetzt nur noch darum geht zu kämpfen. Und dann kommt halt eben Anakin, der sagt, sie muss lernen zu kämpfen und anzuführen, um halt einfach zu überleben, was es halt wieder darauf Bezug nimmt, dass die Lernselektion hier heißt, lebe oder stirb. Und wenn man eben aufhört zu kämpfen, dann stirbt man. Und das wird halt eben für mich so ein bisschen so, weil dann geht sie mit Anakin, wenn er wieder in die Schlacht geht, tatsächlich nicht mit. Das wirkt für mich so, als wäre sie im ersten Flashback auf Teth mit ihm mitgerannt tatsächlich und hätte genau das gemacht, was er wollte. Aber das führt dann zum zweiten Flashback, wo die Konsequenz davon ist, dass sehr, sehr viele Leute einfach sterben, wenn man Anakins Weg hier geht und sie jetzt deswegen, nachdem sie das bemerkt hat, Anakin nicht mehr hinterher rennt und diesen Weg dann nicht so ganz verfolgt und dann sieht durch diesen Shot, wo Anakin kurz zu Vader wird, wohin dieser Weg dann Anakin dann auch letztendlich geführt hat. Und darüber hinaus wollte ich auch mal sagen, dieser Vader-Shot ist einfach gottlos geil und erinnert mich auch von dem Nebel drumherum an diesen Geonosis-Schlachtshot aus Episode 2, wo im Nebel Droiden und Klone kämpfen, der einer meiner Lieblingsshots in ganz Star Wars tatsächlich ist. Und dabei hat man auch Ahsokas Blick, der dabei so voll Furcht und Abscheu, aber auch Trauer über das, was passiert ist, weil wir sind ja jetzt hier nicht nur Padawan Ahsoka, die hat ja hier auch ein bisschen das Wissen von der aktuellen Ahsoka, weil sie das ja eher so ein bisschen nochmal erlebt, beziehungsweise das nicht Momente sind, die so passiert sind, sondern diese Momente, die sie hier erlebt, einfach sinnbildlich für ihre Entwicklung sind. Und gleichzeitig damit natürlich auch Leute, die Clone Wars und Rebels nicht geguckt haben, abgeholt werden sollen und erfahren sollen, was Ahsoka so ein bisschen für Entwicklungen durchgemacht hat in den Klonkriegen. Und dann werden wir erstmal rausgeschmissen aus diesen Flashbacks und gehen in eine Suchaktion über, wo das Wasser abgesucht wird. Da sieht die Ghost, finde ich, optisch wirklich herausragend aus. Und da haben wir wieder eine Szene, die ich so ein bisschen komisch finde. Und zwar zweifelt Hera an sich und fragt sich, ob sie hier wirklich nur Geister hinterherjagt. Was ich nicht verstehe, denn was hat sie hier gesehen, seitdem sie hier angekommen ist? Sie hat gesehen, wie hier wirklich die Bösen, ich nenne sie einfach mal stumpf die Bösen, mit einem krassen Hyperraumgerät in die einfach losgesprungen sind in den Hyperraum und auch ganz klar aus der Galaxis raus, um jetzt wirklich zu Thrawn zu gehen. Das heißt, das, was sie befürchtet hat, das ist losgetreten. Sabine und Ahsoka sind hier weg. Das heißt, hier ist offensichtlich extrem viel passiert. Und auf einmal sagt sie, ja, vielleicht waren das doch alles nur Geister. So, versteht mich nicht falsch. Mir gefällt sehr gut, dass sie hier wirklich Selbstzweifel hat und nicht einfach komplett confident sagt, so alles, was ich mache, ist richtig, rebelliert, hier einfach nur YOLO, sondern sich auch wirklich selber hinterfragt und damit auch ein bisschen Schwäche in ihrer Figur zeigt. Nur verstehe ich nicht, wieso sie sich jetzt hier gerade darauf fokussiert, dass es vielleicht wirklich nur Geister waren, die sie hinterherjagt, wenn das alles, was sie hier gesehen hat, eigentlich das komplette Gegenteil so ein bisschen zeigt. Deswegen eine Szene, die Gutes bewirken wollte, ist aber leider Gottes falsch angegangen ist in meinen Augen. Aber ich finde es wirklich schön, dass Hera hier jetzt wirklich einiges an Screentime bekommt. Und ich werde hier jetzt nach und nach wirklich immer wärmer mit ihr, weil man halt einfach diese Oberfläche von ihr immer mehr durchbricht und halt eben diese überzeugte Generälin, die sich aber auch selber so ein bisschen hinterfragt, darstellt. Aber tatsächlich auch einfach die Mutter, die ein offenes Ohr für ihr Kind hat. So, deswegen auch auf einer menschlichen Ebene. Und deswegen Hera hier wirklich auf verschiedenen Ebenen auftritt, weswegen Hera für mich hier langsam so ein bisschen auftaucht, was ja ein bisschen Startschwierigkeiten tatsächlich gewesen sind in der Serie.
Dann fragt sie ja noch einmal kurz Hu Yang nach Anakins Meister. Sie weiß also nicht wirklich, wer Ahsokas Meister ist oder zumindest wie er gewesen ist, aber das ist auch okay, das ist eine Info, damit geht man nicht hausieren. Es ist sogar noch gute 20 Jahre von dem jetzigen Zeitpunkt aus unbekannt in der Galaxis, dass überhaupt Darth Vader der Vater von Luke und Leia war. Das wird halt erst 28 nach der Schlacht von Yavin im Roman Blutlinie revealed und ist für Leia und Luke auch wirklich ein politisches Desaster und auch ein Desaster von ihrem Standing in der Galaxis, wo sie Leute auf einmal mit ganz anderen Augen sehen. Das heißt, das ist eine Info, die darf nicht wirklich rauskommen und deswegen wird Ahsoka da auch nicht wirklich, ja, mit um Hausieren gegangen sein, weswegen das, finde ich, schon Sinn macht. Und am Ende geht es halt damit zu Ende, dass halt Chopper dann Ahsoka lokalisiert hat. Was heißt, dass alles, was gleich erst kommt in diesen ganzen Flashback und Welt zwischen den Weltensequenzen, jetzt schon passiert ist, während die Figuren hier darüber reden und Ahsokas Körper wieder in der normalen Welt gespawnt ist und wir jetzt gleich sehen, wo wir jetzt hingehen, wie es dazu kam. Dann gehen wir zum dritten Flashback. Wir sind hier bei der Belagerung von Mandalore, dem Siege of Mandalore Arc. Die letzten vier Folgen von Star Wars The Clone Wars, und es ist so geisteskrank, jetzt auf einmal Mandalore in Live-Action zu haben, denn das hatte ich wirklich nicht erwartet. Ich wusste ja, wie es wird wahrscheinlich zu Clone Wars Flashbacks kommen, so, da wird man nicht drum, was weiß ich, da wird man nicht drum herumkommen, ich will das haben, aber da, das haben ja Leaks schon gesagt, aber dass Mandalore vorkommt, ich hatte keine Ahnung, gab es da Leaks, zum Glück habe ich sie nicht gesehen, falls es die gab, es war eine komplette Überraschung, das hat man, denke ich, auch in der Reaction wirklich gemerkt und soweit man das durch den Nebel, der hier immer noch ein gutes Stilmittel ist, sehen kann, sah es auch verdammt geil aus und hier jetzt wirklich Mauls Mandalorianer in Live-Action zu sehen, auch die Klone mit den Ahsoka-Helmen, die wir in Staffel 7 gesehen haben, es ist einfach wunderschön. Phase 2 Rex, der auch was sagen darf, das Fanboy-Herz geht einfach auf und ich kann mich nicht dagegen wehren, dass diese Nostalgie, mit der hier natürlich auch gespielt wird, mich halt einfach komplett erreicht und weswegen ich die Folge auch, trotz einiger Kritik, die ich gleich tatsächlich üben werde an diesem Flashback, nicht schlecht bewerten kann. Weil sie mir einfach so viel gibt, was ich schon immer sehen wollte. Und genau so etwas braucht man doch einfach auch. Jubelmomente, wo dann einfach richtig viele Fans sagen, ja Mann, das wollte ich sehen, was richtig viele Fans glücklich macht. Und das sind halt einfach Fanservice-Momente, wo ich es okay finde, dass man auf Fanservice auch zurückgreift. Weil der Fanservice erst einmal wird noch versucht, dem Ganzen eine Bedeutung zu geben. Ich sag bewusst versucht, weil ich da einiges an Kritik gleich dran habe, an den ganzen Sinn von Anakins Lektion, weil ich da wirklich Schwierigkeiten mit habe insgesamt. Aber es ist nicht einfach nur komplett hingeschmissen, sondern es wird wirklich versucht, das in etwas Größeres Ganzes reinzubringen, weswegen ich hier eigentlich wundlos glücklich bin, dass man das hier sieht und sage, geil, eigentlich will ich fast mehr davon, obwohl ich weiß, man sollte es nicht. Denn wenn ich das hier so sehe, dann denke ich mir wirklich, eigentlich will ich wirklich einen Live-Action-Clone Wars-Film haben, weil es mich so glücklich macht, mehr aus dieser Ära zu bekommen. Es ist meine Lieblings-Ära, aber gleichzeitig denke ich mir halt eben auch, was will man eigentlich noch großartig erzählen? Ja, es gibt noch einige unveröffentlichte Clone Wars-Arcs, die man rausbringen kann, aber die hätte ich dann auch eigentlich wirklich selber im Clone Wars-Animationsstil, falls man sie noch bringt. Und ansonsten ist diese Ära eigentlich relativ auserzählt, weswegen es eigentlich nicht wirklich ein logisches Verlangen nach einem Clone Wars Live-Action-Film gibt, aber gleichzeitig will ich ihn halt irgendwie haben. Deswegen hier nochmal Anakin's Zitat, ich will mehr und ich weiß, ich sollte es nicht. So fühle ich mich hiermit so ein bisschen tatsächlich. Und ja, inhaltlich, nachdem sie jetzt Anakin im zweiten Flashback nicht gefolgt ist, nachdem halt eben das, wozu es sie nach dem ersten Flashback geführt hat, sie nicht wirklich ein Fan davon war, springt man jetzt hier halt eben zu ihrer Solo-Mission, wo sie ohne Anakin unterwegs ist. So, das finde ich war noch so ein ganz netter inhaltlicher Anschluss, den man hier dann tatsächlich gehabt hat. Und ja, Ariana Greenblatt darf hier auch wirklich zeigen, was sie mit dem Lichtschwert drauf hat, denn sie hat ihre Hausaufgaben, was Lichtschwert-Kampftraining angeht, wirklich gemacht. Waren hier wirklich einige sehr cleane, sehr gute Aktionen, wo ich auch Ahsokas Kampfstil aus der Clone Wars wiedererkenne, wieder, was mir einfach gefallen hat. Und ich hatte hier wirklich kurz gehofft, oh mein Gott, sehen wir vielleicht sogar Darth Maul. Es hätte keinen Sinn ergeben, weil das war eigentlich am ehesten, wenn man es mit einer Szene, die wirklich passiert ist, vergleicht, die Szene, wo sie auf Sundari angekommen sind, wo sie halt so episch mit dieser Explosion hinter sich darauf landet. Dann kommen ja auch die ganzen Klone und Mandalorianer um Bo-Katan herum, um sie vorbei und stürzt nicht in die Schlacht und sie bleibt da stehen und deaktiviert ihre Schwerter und guckt den ganzen zu, wie sie es auch hier macht, aber ich denke mal, es wird jetzt keine 1:1 Übernahme von einem speziellen Moment sein, sondern halt wirklich nur ein, ja, grober Abschnitt oder ein grober Flashback in diese Schlacht einfach, wo das drumherum nicht allzu große Relevanz für das, was hier passiert, tatsächlich hat. Deswegen wäre es Müll gewesen, wenn Maul hier gekommen ist und wirklich stumpfer Fanservice, aber wie gesagt, erneut, ich wäre trotzdem ausgerastet, hier auf einmal Darth Maul zu sehen. Und ich hoffe, wir sehen ihn auch irgendwann nochmal in Live-Action, weil ich mir immer noch eine Weiterführung seiner Geschichte von The Clone Wars bis hin zu Solo Star Wars Story, bis hin zu Rebels, wie er Crimson Dawn verloren hat, einfach wünsche. So, und jetzt kommen wir aber
zum Casting von Ahsoka als jetzt hier 17-jährige Ahsoka. Sie ist jetzt hier 3 Jahre älter als in den anderen beiden Flashbacks. Wobei, ich glaube, Schlacht von Ryloth war schon 21 vor der Schlacht von Yavin, weshalb sie schon 15 gewesen sein könnte. Aber in den ersten 2 Flashbacks, vom Alter her, hat Ahsoka für mich gepasst. Jetzt ist sie 2 Jahre älter, hat einen ganzen Krieg hinter sich, ist richtig krass gereift, ist auch spürbar gealtert. Sie ist sowohl größer geworden, als auch spürbar als Charakter gealtert in The Clone Wars. Und das wird jetzt hier, wenn eine 17-jährige Ahsoka von einer nach wie vor wohl erst 14-jährigen Schauspielern zum Drehzeitpunkt verkörpert wird, dann doch leider optisch nicht mehr wirklich rübergebracht. Weil wie gesagt, schauspielerisch, Lichtschwertkampf, choreotechnisch, finde ich Ariana Greenblatt auch hier großartig. Aber optisch funktioniert sie hier für mich tatsächlich gar nicht mehr, weil sie dann doch einfach wie eine Staffel 1 Ahsoka wirkt, die hier in dieses Szenario reingeworfen wird. Und ja, ich verstehe, man wollte jetzt hier für eine Ahsoka, die nur 3 Jahre vom Alter auseinander ist, in den Flashbacks nicht 2 Schauspielerinnen casten, aber dann muss ich sagen, wäre es vielleicht doch besser gewesen, damit es für alle funktioniert, dass man dann doch eher eine ältere Schauspielerin gewählt hätte oder es zumindest so gemacht hätte, dass man ganz am Anfang beim Drehbeginn die junge Ahsoka filmt und die allerletzten Szenen, die man dreht, dann die mit der alten Ahsoka sind, damit dann dazwischen auch irgendwie zumindest irgendwie ein knappes Jahr vergangen ist oder man meinetwegen dieses Szenen mit der alten Ahsoka erst irgendwie 2-3 Monate vor Release der Serie dreht. Dass wirklich die Schauspielerin Zeit hat, wirklich zu altern. Das wäre vielleicht sogar die beste Wahl gewesen, aber hier sieht es ja einfach genau so aus. Man wird es wahrscheinlich, um die Terminkalender von beiden Schauspielern gut in einen Hut zu bringen, relativ dicht beieinander gedreht haben, diese ganzen Flashbacks. Hier sieht sie halt vom Gesicht genauso aus wie die 14-jährige Ahsoka und das passt halt eben zu der Ahsoka, zu dem Zeitpunkt, wo wir uns hier befinden, absolut gar nicht mehr, finde ich. Weswegen ich da einen Recast halt eben, auch wenn es nur 3 Jahre Unterschied sind, wirklich sehr krass bevorzugt hätte oder halt zumindest eine ältere Schauspielerin für alles, da ich es gerne lieber mag, wenn man ältere Schauspieler für jüngere Rollen castet, als halt eben jüngere Schauspieler für ältere Rollen, so persönlich. Und hier muss ich auch sagen, ich hatte gar keine Cosplay-Vibes bei der 14- oder 15-jährigen Ahsoka der ersten 2 Flashbacks. Hier habe ich auf einmal komplette Cosplay-Vibes, weil halt eben für mich dieses junge Gesicht hier fehl am Platz ist. Und hier sieht sie für mich leider Gottes wirklich aus wie eine Cosplayerin. Anakin dafür ist wieder im Peak Episode 3 Look, wie er dann hier ankommt tatsächlich. Und sie ist laut Anakin zu dem geworden, zu dem er sie ausgebildet hat, nämlich zu einer Kriegerin, zu einer selbstständigen Kriegerin. Aber ist auch irgendwie mehr als das, weil auch Anakin mehr als das ist und trägt alles in ihm, was er letztendlich auch drin ist. Das Vermächtnis von Anakin und seinen Meistern lebt in ihr weiter. Das sind so die Sachen, die ihr tatsächlich sagt. Während sie dann halt letztendlich wieder sagt, dass ihr Teil eigentlich nur aus Krieg und Tod besteht. Was ja auch tatsächlich Baylan Skoll gesagt hat. Und was dann dazu führt, dass Anakin dadurch ermuntert, quasi durch das, was Ahsoka hier sagt, dass sie mehr als das ist, aber auch Anakin, aber er halt eben auch zu Vader geworden ist. Es dann dazu kommen lässt, dass dann wirklich Ahsoka sich Darth Vader stellen muss, schätzungsweise, um zwanghaft zu beweisen, dass sie wirklich halt eben mehr ist als Tod und Zerstörung. Weswegen das ja wahrscheinlich auch darauf hinausläuft, dass sie dann ihn am Ende nicht tötet und dass der Moment ist, wo sie sich entscheidet, wirklich mehr zu sein und deswegen leben darf, was jetzt so meine grobe Interpretation der Szene zum aktuellen Zeitpunkt wäre. Und ja, so zwingt sich wirklich Anakin Ahsoka dazu, sich letztendlich, ja, Vader zu stellen. Denn das, was wir hier haben, ist nicht mehr Anakin. Das hier ist Darth Vader, wenn er die Rüstung nie bekommen hätte. Anakin mit einem roten Schwert zu sehen und den Sith-Augen, das ist Vader pur. Und natürlich ein weiterer absoluter Fanservice-Fanboy-Moment, der mich persönlich einfach glücklich gemacht hat. Und der Kampf, den wir jetzt hier auch haben. Der kurze Schlagabtausch mit der jungen Ahsoka ist Gänsehaut pur. Denn in diesen Szenen, wo sie sich schnell bewegt, sieht man nicht mehr so ganz ihr Gesicht, der Cosplay-Vibe wird weniger und vor allem in diesem einen Shot tatsächlich, wo man sie nur von der Seite vom Nebel gesehen hat, der Shot war ein Kunstwerk, 10 von 10, weil da sieht man ihr Gesicht gar nicht, da sieht sie wirklich aus wie die Clone Wars Ahsoka in Staffel 7 und Anakin halt wie Peak Episode 3 Anakin, das war ein 10 von 10 Gänsehaut-Shot für mich persönlich und der kurze Kampf, den haben, wie schon gesagt, ist wirklich cool, ihre Lichtschwertkampf-Hausaufgaben hat Ariana Greenblatt, ich will sie immer Greenblatt nennen, auf jeden Fall gemacht. Hier eine Sache, die ich in der letzten Review erwähnt hatte zur 4. Folge. Ich hatte ja erwähnt, dass es Leaks gab, die behauptet haben, dass in der Folge tatsächlich man sieht, wie Ahsoka anstelle von Obi-Wan auf Mustafar gegen Anakin kämpft. Und ironischerweise hat tatsächlich diese Seite, die diese Leaks vor Monaten berichtet hat, ja, einen Tag bevor die Folge kam, gesagt, yo Leute, das wurde übrigens rausgeschnitten. Es wurde gedreht, aber es wurde rausgeschnitten. Und ich glaube denen das sogar, dass das rausgeschnitten wurde, weil das, was man hier bekommt, natürlich sehr, sehr ähnlich ist, weil man trotzdem einen Kampf zwischen Anakin und Clone Wars Ahsoka hier letztendlich zeigt.
Auch wenn das wie ein bisschen Schadensbegrenzung wirkte, aber ich wollte das nur nochmal aufgreifen, weil ich ja meinte, das passiert sehr wahrscheinlich ganz am Ende der letzten Review, wo ich ja schon eine Spoilerwarnung davor herausgegeben habe. Ja, der Kampf ist passiert, aber es war dann doch nicht Mustafar, da scheint man sich dann wohl doch nochmal in Mandalore umentschieden zu haben, beziehungsweise verschiedene Varianten gedreht zu haben, um dann zu gucken, welche am Ende am besten passt. Und ja, das ist das, dann gehen wir wieder zu der Welt zwischen den Welten, wo dann Anakin Ahsoka zurück Macht stößt durch den Nebel und sie dann wieder alt wird, wenn sie da landet. Und dann hat man wirklich einen Vader-Shot, wie da wie aus dem Nebel kommt, zweimal kurz zu Darth Vader switcht, und das noch einmal optisch zu symbolisieren, was wieder ein absoluter Gänsehaut-Moment ist. Und da haben sich viele auf Twitter das Maul drüber zerrissen über diesen Shot, dass der doch absolut billig und scheiße wäre. Nein, Twitter, Maul halten, der Shot war geil. Das war einfach Fanservice, wie er die Fans auch wirklich erreicht. Und da hat diese Szene letztendlich und diese Brisanz in dieser Szene wirklich unterstrichen, weil letztendlich auch der Kampf gegen Vader in Rebels für Ahsoka ein traumatisches Erlebnis gewesen ist und das in ihr jetzt wieder so ein bisschen wiedererlebt wird, dadurch, dass Vader wirklich als Darth Vader, wie wir ihn kennen, kurz einmal aufblinkt. Und sah natürlich darüber hinaus trotzdem top aus und war eine auch sehr, sehr gute Transition, die wir hier zwischen den beiden hatten, die wirklich flawless gewesen ist. Und ja, optisch ist der Kampf, den wir jetzt hier haben, eine Augenweide und ein purer Traum. Erneut toll choreografiert von beiden. Und ja, ich kann nicht genug sagen, wie sehr ich es liebe, hier Ahsoka gegen Anakin zu sehen, ey. Hätte man vor 4 Jahren oder so, so nach Episode 9 gesagt, wo ich enttäuscht war, dass Anakin nicht im Film war, ey yo, in 4 Jahren siehst du eine erwachsene Live-Action Ahsoka gegen Peak Episode 3 Anakin als Darth Vader in einem Lichtschwertkampf in der Welt zwischen den Welten. Ich wäre so, what the fuck? Inzwischen ist es nicht mehr ganz so, weil wir ja inzwischen sehr, sehr viel wieder in der Klonkriegs-Ära unterwegs sind, sehr, sehr viel da bekommen. Deswegen einzelne Momente ein bisschen an Bedeutung verlieren im Verhältnis zu vor einigen Jahren, was schade ist. Aber ich freue mich trotzdem jedes Mal, wenn man das jetzt hier tatsächlich macht, solange halt eben nicht komplett mit dem Fanservice übertrieben wird auf eine Art und Weise, die dann letztendlich auch einfach dann wirklich keinem Inhalt mehr dient. Und das ist ja hier nicht der Fall, weil das ja alles Teil der Lektion von Anakin ist, die man sich jetzt hier ausgedacht hat als Rahmenhandlung für diese nice Clone Wars Flashbacks. Auf jeden Fall fand ich es witzig, wie hier Anakin genauso wie im Flashback Kampf mit Obi-Wan in der Kenobi-Serie den Kampf eigentlich gewinnt, da gegen Obi-Wan, hier gegen Ahsoka, weil er sie hier auch mit beiden Schwertern entwaffnet, wie es ja auch Maul damals geschafft hat, lustigerweise. Und dann allerdings halt sowohl Obi-Wan als auch Ahsoka ihn entwaffnen und so doch am Ende die Sieger sind. Also wirklich Sieger würde ich nicht sagen, weil Anakin versucht ja hier nicht Ahsoka wirklich zu töten, sondern Anakin versucht, auch wenn er sich als Vader selber darstellt, versucht halt trotzdem eine Lektion zu geben, weswegen ich das jetzt auch nicht so sehe, dass jetzt hier Ahsoka Anakin besiegt hat und stärker ist als Anakin. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist alles einfach Teil von der Lektion, die Prüfung, vor der sie stellen möchte, wo er jetzt halt einfach testet, weil sie auch kurz dann die Sith-Augen wirklich hat. Zumindest sieht es so aus, könnte ja auch die Reflexion vom Schwert sein, aber ich denke, es sind wirklich Sith-Augen. Wo er Ahsoka so ein bisschen dazu bringt, oder vor die Wahl stellt, sich der dunklen Seite hinzugeben oder halt eben nicht. Und ja, sie gibt sich der dunklen Seite nicht hin, tötet ihn nicht und ist damit halt eben mehr als Tod und Zerstörung, möchte damit leben und hat diesen Test bestanden, ob sie jetzt stirbt, wie es scheinbar der Fall ist, oder ob sie weiterleben darf. Und das ist so ein bisschen der Stand, wo ich jetzt bei der Interpretation der Szene tatsächlich angekommen bin. Aber da muss ich letztendlich sagen, bei aller Liebe, die ich für die Szene und all diese Flashbacks habe, und diese Liebe ist extrem groß, man hat es ja in der Reaction gesehen, dass ich alles davon komplett geliebt habe und es mir auch inzwischen so oft angeguckt habe, dass ich es nicht leugnen kann, dass ich es komplett liebe, weil das einfach, ja, Fanboy-Orgasmus pur ist von vorne bis hinten, sage ich einfach, bei aller Liebe. Ich tue mir trotzdem wirklich schwer, die endgültige Bedeutung in dieser Szene hier wirklich herauszukristallisieren, dass ich sage, ja Mann, das hier ist es auf jeden Fall. Denn ich denke zwar wirklich, dass sie hier gestorben ist, aber finde gleichzeitig, dass das so schlecht dargestellt wurde durch die Folge davor, dass es irgendwie ein bisschen aufgesetzt wird und abschwächend ist. So, und wenn sie dann wirklich gestorben ist, wonach es wirkt, wieso genau hat sie jetzt die Chance bekommen, in der Welt zwischen den Welten noch einmal wieder zurückzukehren und weiterzuleben? So, bei Harry habe ich es verstanden. Und bei Gandalf als wirklich ein höheres Wesen, als ein, oh Mann, war es ein Vala oder ein Maia? Ich verwechsel das immer. Istari, sagen wir einfach Istari, weil das ist er auf jeden Fall. Das verstehe ich da auch. Aber wieso Ahsoka jetzt? Und da ist halt eben das Ding. Das erschließt sich mir nur, wenn man wirklich Großes mit ihr geplant hat, dass sie wirklich eine riesige Rolle in der Galaxis, die über dem Dasein einer normalen Sterblichen-Figur hinausgeht, geplant hat. Denn der Gandalf-Vergleich ist ja hier allgegenwärtig. Sie trägt die ganze Zeit hier vor Grau und hiernach trägt sie Weiß. Gandalf der Graue, Gandalf der Weiße. Und dazwischen halt eben die Wiederbelebung. So, das ist das, was jetzt hier letztendlich, glaube ich, erzählt werden soll. Und
das ist halt eben stand jetzt trotzdem für mich ein Rätsel und ich warte deswegen darauf, dass erklärt wird, warum Ahsoka hier wirklich überleben musste. Auch wenn ich darüber hinaus eigentlich der Meinung wäre, dass das hier nicht wirklich eine Wiederbelebungsszene ist, aber alles, was die Folge erzählen will, deutet halt eben so ein bisschen drauf hin. Und dann kommen wir jetzt mal zu diesem Test. Denn wie hat dieser Test jetzt Ahsoka geholfen und wie hat er sie zu Ahsoka der Weißen gemacht? Ja, wie schon gesagt, ich würde es jetzt so ein bisschen so sehen, dass sie halt eben gezeigt hat, indem sie sich halt eben dagegen entscheidet, Anakin zu töten, dass sie sich gegen Tod und Zerstörung entschieden hat, gegen diesen Weg, den Anakin gestartet hat, den sie lange gegangen ist, so entschieden hat, dann wirklich eigenständig gegangen ist, wie mit dem Mandalore-Flashback halt eben gezeigt wurde, dass sie das halt eben getan hat, auch wirklich, und wirklich mehr ist als halt eben das, woran Anakin gescheitert ist. Das ist so ein bisschen der Stand, wo ich bei der Interpretation dieser Szene bin. Aber das hat für mich letztendlich aber auch einige Angriffspunkte. Gehen wir mal alle möglichen Interpretationen, die man so haben kann, die ich jetzt so aus der Szene noch ziehen könnte, durch und dann den jeweiligen Angriffspunkt. Denn manche Leute sagen zum Beispiel, dass diese Szene wirklich die Schuldgefühle, die sie auch ein bisschen hatte, weil sie ja weggelaufen ist, das sieht man vor allem in Rebels, und deswegen Anakin ohne sie zu Vader wurde genommen, nicht wirklich, finde ich, weil dafür gab es, finde ich, zu wenig Charakterzeichnung über die gesamte Serie hinweg von Ahsoka, dass das wirklich sie bis heute hierhin beschäftigt hat, als wenn sie jetzt wirklich zwingend zu diesem Zeitpunkt die Lektion brauchte, dass es doch nicht ihre Schuld ist und sie unbeschwert jetzt weiter leben soll eben. Sie war zwar auffällig neutral und distanziert, aber für mich wirkte das halt einfach immer wie eine Figur, die halt mit all diesen Schmerzen halt eben erst zu einer neutraleren und distanzierteren Figur geworden ist. Das wirkte für mich halt eben so ein bisschen wie die Entwicklung grob, die Ahsoka durchgemacht hat, so im Alter einfach. Weswegen da für mich einfach zu wenig Aufbau halt eben dafür da war, um das als Erklärung oder als Aussage der Lektion zu wählen, dass die letztendlich die Schuldgefühle Ahsoka genommen werden sollen. Da macht letztendlich auch die Szene, dass sie dann Anakin nicht tötet, keinen Sinn. Denn das Einzige, was passiert in diesem Flashback dann ist, dass sie eine Person wie Anakin, die sie nicht töten möchte, nicht tötet. Und danach ist sie plötzlich fröhlicher und befreiter und Ahsoka die Weiße. So, das ist halt eben noch so ein bisschen unschlüssig und auch mit meiner Interpretation, ist es trotzdem so, dass ich lange gebraucht habe, um da irgendwie zu etwas, zu dem, was ich gesagt habe, eben zustande zu kommen. Und das auch eher anhand des Dialoges und nicht ganz der Tatsache, dass sie hier ihn nicht tötet, weil es für mich eigentlich nie zur Debatte steht, dass sie jetzt hier Anakin tötet, weil sie von Anfang an diesen Kampf um Leben und Tod hier nicht haben wollte. So, und dann hat sie natürlich gelernt dadurch, das ist ja auch, wie gesagt, passend zu meiner Interpretation, die aber auch alles andere als uneingreifbar ist und ich auch als sehr vage beschreiben würde, dass halt eben das, was Baylan Skull von ihr behauptet hat, dass sie halt eben nur Krieg und Tod und Zerstörung ist, so, dass sie mehr ist als das, dass sie das aus dieser Lektion gelernt hat. Aber dazu muss man sagen, hat man nie gesehen, wie dieses Zitat von Baylan Skull Ahsoka getroffen hat. Und davor hat man auch nie irgendetwas tatsächlich gehabt in dieser Richtung, dass das ihre Legacy ist. Das wurde eigentlich erst in diesem Flashback so wirklich richtig aufgemacht, finde ich. So. Oder ging es am Ende darum, dass ihr die dunkle Seite ausgetrieben werden sollte, die in ihr steckte, weil Anakin ihr Meister war und sie deswegen das, was er in sich trug, auch in sich getragen hat, so dass sie wirklich mehr ist als das, als zu dem Anakin sie gemacht hat. Aber dafür hat sie viel zu wenig dunkle Seite genutzt, also eigentlich so kaum, als wenn das halt wirklich der Grund gewesen ist, weswegen da wirklich der Aufbau auch nicht viel vorhanden ist. Und das ist jetzt ja eben der springende Punkt, wo ich so 50-50... sag ich mal, in der Folge ins Gericht gehen würde. Denn man kann so viel Kram hier in diese Lektion von Anakin hereininterpretieren und nichts ist wirklich so 100%ig eindeutig, finde ich, dass es wirklich eine Stärke ist, dass man wirklich seinen Kopf anstrengt, um zu verstehen, wie diese höhere Erscheinung in der Macht, in diesem mystischen, offenen Konstrukt der Welt zwischen den Welten, was hier darüber hinaus, was sehr gut ist, weiterhin mystisch und offen bleibt, so, was da passiert, so, das ist eine positive Sache insgesamt, dieses mystisch bleiben und offen bleiben und dieser Interpretationsspielraum, zu dem man angeregt wird, aber gleichzeitig auch eine Schwäche der Szene, weil man halt wirklich anfängt, das zu analysieren und ich halt wirklich einige Punkte halt eben benannt habe, aber bei jedem Punkt wirklich einfach nicht den Grund sehe, wieso das jetzt gerade eine Lektion für Ahsoka sein musste, die jetzt zwingend erteilt werden musste, weil ich irgendwo überall den fehlenden Aufbau so ein bisschen bemängel, der davor nicht wirklich gemacht habe. Der davor nicht wirklich gemacht wurde.
Denn so wirkt es halt auch so ein bisschen so, als wenn die Szene versucht, tiefgründiger zu sein, als sie es eigentlich ist und scheinbar ihren Sinn nicht so gut rüberbringt, weil es im Internet so viele Interpretationen davon gibt, wo jeder sagt, ey, das ist doch klar, das heißt doch das und das. Und dann Leute wie ich da sind, die eigentlich komplett verwirrt sind, richtig lange brauchen, um eine grobe Interpretation zu bekommen, aber auch die nicht komplett unangreifbar ist. Oder zumindest jede Lektion sich nicht komplett zwingend jetzt zu diesem Zeitpunkt nötig für Ahsoka anfühlt, dass man auch sagen kann, okay, eigentlich bringt die Szene ihren Sinn nicht wirklich rüber und tut damit eigentlich in dem Scheitern, was das Mindeste ist, was eine Szene haben sollte. Und zwar einen Sinn, um die Geschichte oder die Figuren oder irgendetwas in irgendeiner Form voranzubringen. Und das ist halt einfach so dieses Dilemma, wo ich jetzt gerade so ein bisschen drin strecke. Ich mag alles, was passiert und man sieht auch irgendwo grob, was Anakin da machen möchte, aber sobald man da konkret wird mit Begründungen, führt das halt einfach eher dazu, dass man Angriffspunkte und nicht stattgefundenen Aufbau einfach sieht, weswegen ich sagen muss, ich hätte hier wirklich mehr als nur gerne einen Audiokommentar von Dave Filoni, der wirklich ganz klipp und klar sagt, das wollte ich mit dieser Szene aussagen, weil mich das wirklich extrem interessiert und deswegen seid ihr auch herzlich dazu eingeladen, eure Interpretation des Ganzen in die Kommentare zu schreiben, weil wer weiß, vielleicht gibt es dann auch bei mir die Erleuchtung und hier ist irgendetwas, was ich tatsächlich nicht sehe, denn das ist auch nur so ein bisschen eine Kritik an mich persönlich, dass ich quasi, weil jeder hat irgendwie eine Art Schablone, wie er, ob bewusst oder unterbewusst, die er anlegt, wenn er Sachen reviewt oder Kritiken macht oder irgendwie etwas. Und bei mir ist es oft so, dass ich auch sehr aufbaufixiert bin und oft gucke, wenn wichtige Sachen passieren, okay, ist das irgendwie gut aufgebaut worden über die ganze Zeit oder passiert es ein bisschen random bei Charaktermomenten oder Dinge, die in der Handlung passieren und Sachen, die random passieren, mich dann immer ein bisschen unbefriedigt zurücklassen. So. Das ist einfach so eine, also mir war das bis vor kurzem nicht klar, ich habe das mich jetzt selber so ein bisschen hinterfragt. Das ist so eine Schablone, die ich tatsächlich sehr, sehr oft anlege. Und vielleicht ist das, was hier bei Anakin's Flashback passiert, einfach etwas, was so sehr davon abweicht, was Ahsoka so auf einmal entwickelt, dass es halt eben nicht in mein Schema, wie ich Sachen halt eben bewerte, passt, dass es für mich dann schwer greifbar ist und ich mir deswegen so schwer tue, dass ich mir hier tagelang wirklich den Kopf zerbreche, eine Review aufnehme, ein Skript überarbeite, eine Review noch einmal aufnehme, was ich sonst nie mache und das, obwohl ich eigentlich gar nicht Zeit dazu habe, so, dass ich da vielleicht einfach das Problem bin, dass ich letztendlich zu fixiert auf Elemente bin, die ich bewerte, dass sich das, was hier passiert, dem so hart entzieht, dass es mich einfach verwirrt, dass ich sage, okay, ich verstehe es wirklich zu 100%, was hier passiert. Naja, aber um das jetzt mal abzuschließen, sind das jetzt so meine Gedanken, die ich einfach generell zu dieser Szene habe, meine Probleme, die ich damit habe, aber auch die paar Sachen, die ich daran halt eben am großen Ganzen dann doch positiv finde. Was ich positiv finde, ist, dass man mit der Welt zwischen den Welten nicht komplett, verrückt geworden ist und geisteskranke Dinge mit Multiversumskram gemacht hat, wie es einige Leute vermutet haben, denn das ist die Welt zwischen den Welten nicht, das ist sie nach dieser Folge immer noch nicht, man hat nicht übertrieben, immerhin hat man das auf jeden Fall gut geschafft und ja, am Ende ist diese gesamte Szene mit den Flashbacks und der Lektion von Anakin eine Szene, die mich sehr glücklich macht, wo ich mich aber immer noch richtig schwer damit tue, sie wirklich final einordnen zu können und wo ich mich wirklich frage, wie nötig sie wirklich war über dem Fanservice, der genial war und bei mir funktioniert halt eben hinaus drüber, was die tiefere Bedeutung wirklich war, ob sie diese hatte oder ob sie wirklich nur dieser Fanservice war. Ja, das dazu und jetzt will ich das Thema bis zum Fazit nicht weiter aufmachen, weil wir schon bei einer Stunde schon wieder sind, um Gottes Willen. Wir gehen zur Rückkehr von Ahsoka, denn sie war definitiv in der Welt zwischen den Welten, taucht jetzt nämlich erst im Wasser auf, sonst wäre sie tot gewesen, da ja auch in der echten Welt, wie schon gesagt, Zeit vergangen ist und dann sehen wir Ahsoka, wie sie aufwacht, nachdem sie gerettet wurde, ohne dieses Kopfding, was sie immer hat, wo man den Übergang zwischen Leku und Kopf wirklich und ja, menschenartigen Kopf nicht sieht. Jetzt sieht man es hier auf einmal und ja, Milan ist es in der Reaction direkt aufgefallen, dass das Teil gefehlt hat. Mir gar nicht. Ich fand die ganze Zeit irgendwas bei ihrem Aussehen ist off und sie sah irgendwie trocken aus, aber ich wusste, oder ausgetrocknet aus, aber ich wusste nicht, woran es lag, bis Milan das gesagt hat dann tatsächlich. Und ja, krass. Ich finde es voll nice, dass sie das einfach mal zeigen. Denn für mich war halt einfach immer, man hat das auch bei Twi'lek oft gehabt, dass man da solche Brillen hatte. Ein perfektes Stilmittel, oder nicht unbedingt ein Stilmittel, einfach ein perfektes Mittel an Kleidung, um einfach diesen Übergang zwischen Leku und Kopf nicht perfekt treffen zu müssen, um den einfach zu verschleiern, ganz einfach, was immer funktioniert hat tatsächlich. Und ich immer Angst hatte, dass wenn man das mal nicht zeigt, es halt einfach, ja, der Übergang offensichtlich ist, aber nein, der Übergang ist hier flawless von Ahsokas Kopf zu halt eben den Lekus.
Weswegen das hier mutig ist und mir persönlich gefallen hat, dass man auch sehen kann, okay, es geht auch ohne das Ding, dass man das optisch wirklich gut darstellen kann. Naja, sie war auf jeden Fall eine Rotation lang weg, also einen guten Tag, was ich auch gut fand, denn ich hatte so ein bisschen Angst oder habe es immer noch, dass dieser Sprung in eine andere Galaxis, ja, irgendwie gefühlt nur ein paar Stunden dauert und dann halt einfach stattgefunden ist. Der muss sich wirklich lang anfühlen, finde ich. Deswegen hätte ich auch nichts dagegen, wenn die sechste Folge weiterhin nicht Sabine und Co. zeigt tatsächlich und vielleicht auch nur bedingt Ahsoka, vielleicht ganz am Ende, dass da wirklich sehr erstmal der ganze offene Kram rund um die Neue Republik und Hera und die Probleme, die da jetzt sind, abgehandelt wird, würde viele Leute anpissen und ich wäre auch ein bisschen unbefriedigt, ganz klar, aber es wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, das zumindest die Hälfte, erste Hälfte der Folge zu machen, um halt eben diese Distanz zu zählen, die es halt einfach braucht, in eine andere Galaxis zu reisen. Aber okay, vielleicht geht es mit diesem fetten Hyperraum-Teil wie die Eye of Saiyan doch schneller und Purgles sind vielleicht auch einfach schneller unterwegs, womit man das dann wieder so ein bisschen erklären kann. Naja, Ahsoka geht dann raus, mich wundert, wieso Ahsoka schon so richtig random die weiße Robe so halb schon irgendwie anhat, oder auch nur so wirklich so die einzelnen Tunika-Teile und Robenteile, aber noch nicht wirklich zusammengebaut, das habe ich nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall ist das sogar dann wirklich am Lächeln und sie jetzt hier wirklich lächeln zu sehen, wie von hier an, was ja jetzt auch öfter in der Folge vorkommt, das zeigt einfach, dass sie von irgendetwas befreit wurde. Das heißt, die Lektion von Anakin hat etwas mit der Figur gemacht, nur das Wie ist für mich noch nicht ganz unhinterfragbar geklärt. Aber sie ist hier deutlich unbeschwerter, das heißt, es war wirklich eine wichtige Szene für diese Figur gewesen. Dann haben wir eine kurze Interaktion mit Jason und irgendwie macht es mich von vorne bis hinten glücklich, diese beiden Charaktere hier jetzt kurzzeitig interagieren zu sehen. Und ich habe mich auch nochmal ganz kurz die Frage gestellt, hat da wirklich den Kampf in der Welt zwischen den Welten gehört? Oder hat da vielleicht auch die Psychometriefähigkeit von Ahsoka, wo sie halt eben gewisse Dinge an Orten und Gegenständen hören kann, die sie ja auch gleich einsetzt, wie ja auch Cal Kestis und Dingsbums Quinlan Voss, die halt eben haben. Und hat vielleicht einfach den Kampf zwischen Ahsoka und Bail and Skull gehört und das irgendwie missinterpretiert, aber ich denke mal, das ist jetzt nicht der Fall gewesen. Das war schon klar, die Welt zwischen den Welten, so wie es einfach geschnitten war. Und wie dann auch Hu Yang ihn quasi so ein bisschen mit aufs Schiff nimmt, damit Hera und Ahsoka in Ruhe reden können, war schon ganz süß. Auch bei den ganzen Fragen so, oh, kann ich den Kampf da sehen? Ja. Können Sie wissen, wie man ein Lichtschwert baut? Ja. Können wir das selber irgendwie machen? Nein. Fand ich irgendwie ganz nett, diese kleine Beziehung. Und auch schön, dass er jetzt hier wieder mit einem Jüngling interagiert, weil das würde er Jason Sudar früher oder später einfach sein. Dann haben wir die Psychometrie-Szene, die ein guter Weg ist, um halt einfach alles Unbekannte, was die Figuren noch nicht wussten, was stattgefunden hat, einfach nachzuvollziehen. Ein guter, sinnergebender Weg, den ich persönlich vergessen hatte, als ich mir die Frage auch schon mal gestellt hatte, weil ich vergessen hatte, dass es sogar die Fähigkeit hatte, weil sie ja jetzt auch auf einmal erst in dieser Serie bekommen hat, was ich aber nach wie vor cool finde. Und dann kommt hier die Flotte, wie man durch Kassenthema erfährt, wirklich an, um Hera und ein paar Ex-Flügler, ja nicht unbedingt festzunehmen, aber zurückzubegleiten, weil sie gegen das Oberflottenkommando agiert haben oder ohne dem Wissen des Flottenkommandos. Und das zeigt schon wieder alles, was in der Republik falsch läuft. So, es gibt da bewusste oder begründete Anzeichen, dass vielleicht Thrawn zurückkehrt und es einen neuen Krieg gibt. Wir machen gar nichts. So, alles ist top. Eine Generälin ist mit 5 X-Wings weggeflogen, woanders hin. Wir schicken 3 fette Schiffe, um die zurückzuholen. So, das zeigt einfach, wie falsch diese neue Republik hier läuft. Und das passt so wunderbar in den Kanon, dass ich das immer wieder gut finde, diese falsche oder schlechte Darstellung hier einfach zu sehen. Und es macht das halt auch, wie gesagt, einfach spannender für mich, wenn man auch innerhalb der guten Fraktion der Neuen Republik, die hier das Gute sind, letztendlich, wo unsere ganzen guten Charaktere zugehören auf die eine oder andere Weise oder zumindest mit ihr verbündet sind im Falle von Ahsoka eher, dass man da auch noch politische Raum für politische Intrigen hat und einfach politische Machtkämpfe, ob man jetzt was Dummes macht oder ob man halt eben die Ressourcen schlau nutzt. So, das macht auch das Ganze nochmal deutlich, deutlich spannender und vielschichtiger auf der guten Seite. Ich hoffe nur, dass man das halbwegs so gut nutzen kann, wie halt eben auch Endor Vielschichtigkeit genutzt hat in der eigenen Serie. Und dann hatte man nochmal einen ähnlichen Shot wie mit Bail und Skull, wo Bail und die Purgles in den Wolken gesehen hat, nur dass Ahsoka die Purgles jetzt hier wirklich deutlicher sieht und das ist für mich so ein bisschen sinnbildlicher dafür, dass Bail und Skull die Purgles eh nicht hätte nutzen können, um zu Thrawn halt eben in den, ich will mal sagen, in den unbekannten Regionen, aber ist ja gar nicht so, in der anderen Galaxis zu gelangen, weil halt eben Macht aus der dunklen Seite nicht diese Verbindung mit Tieren haben wie Jedi und für Ahsoka jetzt halt eben diese Möglichkeit, über die Purgles doch noch dahin zu kommen,
indem sie sich mit ihnen halt eben verbindet, was man ja auch in Tales of the Jedi gesehen hat, mit halt eben diesem Tiger, dass Ahsoka da auch relativ gut drin gewesen ist von Anfang an und instinktiv so. Das steht, finde ich, sinnbildlich dafür, dass man sie jetzt hier eben klar sieht, wenn Ahsoka hochguckt, und bei Baylan war sie halt eben vernebelt, weil die Fähigkeit, das zu tun, einfach vernebelt ist für dunkle Machtnutzer. Fand ich ganz cool. Dann haben wir ein kurzes Gespräch mit Mon Mothma, die im Grunde wirklich aktuell nur ein Rad im System der Neuen Republik ist und starke, machtlose Velorum-Vibes aus Episode 1 so ein bisschen ausstrahlt. Und ich hoffe wirklich, dass man hier noch irgendwie mit ihr einen starken Kanzlermoment bekommt, weil den braucht eine Figur wie Mon Mothma, finde ich. Sie soll schon mehr sein als wirklich nur ein Zahnrad, weil sie wurde auch wirklich von Leia in Blutlinie als wirklich jemand, der die Neue Republik zusammengehalten hat, beschrieben. Deswegen hoffe ich, bekommt man noch ein bisschen Politik in der 6. Folge, möglicherweise ja auf Coruscant tatsächlich. Und da darf sie dann hoffentlich auch wirklich mal mit einer krassen Rede glänzen. Denn bisher ist sie ein Schatten ihrer selbst. Was irgendwo reinpasst, aber irgendwie steckt da auch dennoch mehr in der Figur, finde ich. Naja, auf jeden Fall sind sie nach Coruscant zurück. Das sagt uns ein bisschen, dass jetzt Coruscant wieder das politische Zentrum ist. Ist an sich kein Widerspruch, weil halt, wie gesagt, der Senat an sich, der ist durchgängig am Rotieren. Ist auf Chandrilla gestartet. Kurz nach Episode 6 ist dann auf so eine etwas zurückgebliebene Agrarwelt, nicht mal ein Jahr später gewechselt. Scheint dann neun nach der Schlacht von Yavin in Mando Staffel 2 wieder auf Chandrilla gewesen zu sein, weil das der Droide, den dann da in der Schule beibringt, in der Nevarro-Folge, den ganzen Kindern tatsächlich. Aber jetzt sind wir ungefähr ein Jahr später, auch wenn es noch nicht bestätigt wurde, schätze ich mal, dass wir hier inzwischen mal mindestens im Jahr 10 nach der Schlacht von Yavin sind. Auch wenn das gar nicht mal so viel Sinn macht, weil die Serie hier relativ dicht an die Ahsoka-Folge aus Staffel 2 anschließt. Ja, was halt irgendwie so ein bisschen verwirrend ist, die ganze Timeline, wann hier genau was passiert. Aber man kann jetzt endlich auch sagen, okay, der Senat wechselt vielleicht hier und da immer mal wieder, falls er jetzt nicht zufällig gerade auf Coruscant ist, was ja sein kann. Aber vielleicht gibt es ja diese Welt, wo halt Militär, Flottenkommando und andere Organe der Neuen Republik wirklich fest sind. Und das könnte dann halt eben natürlich Coruscant sein oder halt eben Chandrilla. Und irgendwann wird es ja Hostian Prime sein. Deswegen mal gucken, wie man es zeigen wird, weil früher oder später muss man es ja in Mando zeigen. Spätestens im Film, wenn man da wirklich einen riesigen Krieg haben will, geht das ja nicht ohne Neue Republik. Und dafür muss man für die Neue Republik auch wirklich Worldbuilding liefern, was hoffentlich bald noch kommen wird. Auf jeden Fall hat jetzt hier Hera möglicherweise einen Kampf gegen den Rangverlust vor sich. Dann gehen wir zur letzten wirklichen Szene der Folge, und zwar Ahsoka, die mit den Purgles reden möchte. Ja, sie ist hier voll und ganz Ahsoka die Weiße, hat dieses Rebels-Outfit tatsächlich, und damit wurde es nicht geredconnt, wie ich es erst vermutet hatte, dass es ja so ein random Ding von Filoni gewesen ist, dass er ihr dieses Gandalf-Outfit auch mit so einem Stab sogar noch gegeben hat, weil man hat ja dieselbe Szene jetzt gehabt in der Ahsoka-Serie. Es wurde geredconnt, sie hatte was Graues an. Ich denke mal, da sehe ich nochmal so ein bisschen umentschieden und ihr halt eben versucht, diese Entwicklung mit dieser Anakin-Welt zwischen den Welten-Sequenz zu geben, von Ahsoka der Grauen zu Ahsoka die Weiße, die ja immer noch sehr angreifbar ist, finde ich, aber okay, hat er sich noch ein paar mehr Gedanken gemacht. Auf jeden Fall, finde ich, passt das optisch sehr gut zu ihr, und ich bin sehr gespannt, wie anders sie dann jetzt tatsächlich wirklich sein wird, auch an Kämpfen oder so etwas, ob sie überhaupt anders spürbar sein wird oder ob es wirklich nur eher symbolisch auf einer Outfits-Ebene stattfindet. Auf jeden Fall ist der Plan mit den Purgles ein sehr sinnvoller Gedanke, der sehr simpel ist. Wir gehen einfach in Purgles, sie können da lang springen und yalla, wir gehen hinterher. Aber simpel ist nicht gleich schlecht, weil es von vorne bis hinten Sinn ergibt. Und sie davor ja die Purgles einfach nicht mehr gesehen haben und deswegen auch einfach nicht mit Purgles reden konnten. Und ich habe auch jemanden gesehen, der meinte, dass auch Teil von Anakins Lektion gewesen ist, dass Ahsoka die Macht auf mehr als nur im Kampf quasi einsetzt und jetzt dadurch halt eben auch lernt, okay, ich nutze jetzt die Macht wirklich dafür, mich jetzt halt eben mit dem Purgle zu verbinden und deswegen halt eben mein Ziel zu erreichen, was auch nochmal eine nette Interpretation ist, die gar nicht mal so viel Angriffsfläche hat, aber so viel in der Richtung hatte man auch nicht, glaube ich, Flashback, aber ganz egal, ich will jetzt nicht wieder ein Fass aufmachen rund um diesen Flashback, das Thema haben wir jetzt hier einigermaßen halbwegs rund abgearbeitet. Auf jeden Fall finde ich ganz witzig, wie Carson Teva die Flotte abhält und auch wie man in seiner Mimik sieht, wie unangenehm ihm das Ganze ist, aber wie er wirklich überzeugt davon ist. So, ich freue mich wirklich auf seinen Onkel Iroh, weil er zeigt hier so viele schauspielerische Ansätze, die gut zu einem Onkel Iroh passen. Und ist auch wirklich sehr nett dann, wie Jason dann erwähnt, wie ihm immer die Geschichte von Ezra und den Purgles, die wirklich den Sternzerstörer der Bösen wegziehen, erzählt wird, dass das Rebels Finale für ihn wirklich so eine Geschichte ist, weil er war ja nicht dabei, finde ich irgendwie eine ganz, ganz coole Perspektive. Und da habe ich mich wirklich gefragt, was wird das für eine Kombi, wenn Jason auf Ezra Bridger treffen sollte, hatte ich ja, glaube ich, schon mal angesprochen hier in der Review. Da freue ich mich sehr drauf, wie das wird. Ich denke mal, es könnte eine sehr, sehr coole Meister-Schüler-Dynamik sein, falls Ezra unbeschadet wirklich zurückkommt.
wo ich aktuell wirklich gar keine Prediction parat habe, wie das passieren wird, ob Ezra überhaupt noch groß in der Staffel generell zu sehen sein wird. Wir werden es alle sehen, zumindest Thrawn wird es sein und ich bin wirklich gespannt darauf zu erfahren, was Ezra und Thrawn so alles gemacht haben in den letzten ungefähr 10 Jahren. Ansonsten passiert hier recht wenig, weil mit dem, was passiert, die Serie sich hier sehr viel Zeit nimmt, was ich aber eigentlich ziemlich gut finde. Wir haben einen weiteren Redcon und zwar haben die Purgles nicht mehr diese großen backenzahnartigen Szene wie in Rebels, sondern auch wirklich solche Wahl... Kann man das Szene sagen? Ich weiß, ich kenne den Fachbegriff bei Walen leider nicht. Sind das wirklich Szene? Das sind ja eher... Ist ja eher dafür da, dass wenn sie einen Fischfarm oder Grill oder irgendetwas zu sich nehmen, aber das Wasser wieder rauslassen, dass die größeren Teile halt eben zum Essen drinne bleiben. Und genauso hat man es jetzt auch hier gemacht. Es ist sehr viel waliger und mir gefällt diese Designänderung wirklich extrem gut. Und auch Ahsoka die ganze Zeit am Grinsen zu sehen, tut jetzt inzwischen auch gut. Das merke ich tatsächlich wirklich, nachdem sie die ganze Serie halt eben sehr neutral war. Anakin hat hier wirklich was mit ihr gemacht. Das war es halt immer noch so ein bisschen die Frage. Naja, im Grunde wird sie dann in diesem kurzen Austausch mit dem Purgle um Asyl im Mund gebeten haben, um halt eben die hier startende Wanderroute zu nutzen. Simpel aber effektiv letztendlich hier alles tatsächlich. Und mir hatte da in der Reaction auch die Theorie tatsächlich eingestreut, dass die Purgles wie Wale eigentlich die meiste Zeit halt eben unterwegs sind, aber nur auf Planeten Stopp machen, um da Luft zu holen, wie Wale, die an die Oberfläche gehen. Ich finde, das ist sogar eine relativ schlüssige Theorie. Ich weiß nicht, ob da irgendwo schon was zu bekannt ist. Es gibt ja auch Sachbücher zu Rebels, aber ich weiß nicht, ob es da was zu den Purgles letztendlich gab. Konnte ich natürlich auf Wikipedia jetzt nachgucken, aber ich will mich nicht spoilern. Deswegen könnt ihr gerne auf Wikipedia nachgucken, aber es finde ich eine sehr, sehr schlüssige Theorie hier von Milan gewesen. Jedenfalls durch die Machtverbindung erlaubt der Purgle, der große alte Purgle, der wahrscheinlich diese Route dann auch gut kennt, ihr das und sie brechen dann auf. Was ich insgesamt, wie gesagt, schön finde, dass hier mehr auch diese Beziehung zwischen hellen Machtnutzern und Tieren eingegangen wird, diese Symbiose, wo man sich gegenseitig halt einfach, ja, helfen kann einfach. Und es ist ein sehr schöner Moment, wo die Purgles dann zwischen die Flotte durchfliegen, die Musik komplett ausrastet und generell der Soundtrack gefällt mir in den meisten Szenen auch wirklich gut hier von Kevin Kiner und seinen beiden Söhnen, den Kiner Brothers, wo ich auch sehr glücklich bin, dass sie hier wirklich für die Musik zuständig sind. Und ja, ein bisschen frage ich mich zwar, wieso die Ghost hier nicht begleiten kann dahin, weil sie hätte, der Mund ist groß genug, da hätte die Ghost auch reinfliegen können. Aber okay, Hera möchte vielleicht auf politischer Ebene vielleicht noch ein bisschen was bewirken, dass, falls am Ende doch Thrawn zurückkehrt und ein neuer Krieg vom Zaun bricht, sie getan hat, was man tun kann, um die neue Republik irgendwie darauf vorzubereiten. Und damit einem möge die Macht mit dir sein und im Hyperraumsprung der Purgles endet diese Folge und man will direkt die nächste schon wieder schauen, das hat die Folge auf jeden Fall geschafft. Und damit kommen wir jetzt zu meinem Fazit und ich finde, es ist eine wirklich gute Folge mit einem sehr schwerwiegenden, aber auch schwer zu deutenden Schwerpunkt. Also, die Entwicklung in der echten Welt rund um die Verwirrung, was hier eigentlich passiert ist und Jason, der wirklich erste Machtsensitivitäten hier zeigt, in Kombination mit Carson Teva, der hier immer ganz lustig drauf war, mochte ich persönlich. Ebenso, dass der Soka jetzt nach halt eben den ganzen mit Anakin deutlich mehr macht, als halt eben neutral rumzustehen, deutlich mehr Mimik und Emotionen zulässt in ihrem Gesicht, so ein bisschen mehr wieder back to the roots tatsächlich geht. Den ganzen Purgle-Plan, den man hier in der echten Welt hat, mag ich persönlich. Die Neue Republik nervt auf einer guten Ebene, die mehr Spannung reinbringt. Und generell ist die komplette Entwicklung, die man hier in der echten Welt gehabt hat, von vorne bis hinten spannend für die Geschichte von dieser Serie, sodass ich weiterhin unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Aber der Welt zwischen den Weltenrahmen, den man dazwischen hat, der hat wirklich richtig viele epische Fanservice angehauchte Flashbacks gegeben, die nicht komplett problemlos an sich waren, vor allem halt eben, was Ahsokas Casting im Mandalore-Flashback angeht, aber ich mir auch so oft angeguckt habe und jedes Mal im vollen Zuge genieße, dass ich nicht verleugnen kann, dass ich das, was man da sieht, von vorne bis hinten halt eben liebe, aber der Sinn und die endgültige Aussage dahinter, die entziehen sich mir halt eben so ein bisschen, da selbst die Sachen, die ich da so ein bisschen rausschließe, nicht uneingreifbar sind. Da ich für jeden Sinn, den man irgendwie da raussehen kann, auch ein paar Widersprüche oder zumindest nicht geleisteten Aufbau dafür letztendlich finde, was mich verwirrt, aber vielleicht bin da wie gesagt auch ich so ein bisschen das Problem. Und deswegen tue ich mir auch sehr schwer, diese Folge zu bewerten, denn rein vom Gefühl her ist sie für mich eine 9 von 10, vielleicht sogar eine 9,5 von 10, aber so weit kann ich nicht gehen, solange ich mit mir... Bis ich wirklich mit mir im Reinen bin, was halt wirklich die Aussage und Sinn von Anakins Lektion angeht. Und vielleicht kommt das ja durch eure Kommentare, falls ihr Leute das kommentieren. Also, wie gesagt, tut es gerne. Und vielleicht kommt das dann auch mit der Zeit, vielleicht kommt das dann auch mit der Serie, dass ich das dann auch letztendlich checke und dass dann wirklich die Serie
die letzten Kritikpunkte, die ich im Kopf halt wirklich habe, die wirklich groß sind. Weil ich hatte auch, was Hera angeht, ein paar Nitpicks tatsächlich gehabt. Vielleicht können die dann irgendwann ausgemerzt werden, dann wäre die Folge wirklich für mich eine 9 oder eine 9,5. Wobei 9,5 so weit würde ich nicht gehen, weil da das Endor-Finale mit weniger Punkten, die mich automatisch begeistern, deutlich mehr dann noch einmal gemacht als diese Folge. Aber ich würde eigentlich zumindest mit einer 9 gehen wollen vom Gefühl her. Aber wegen all der Verwirrung muss ich da dann leider Gottes, glaube ich, doch zumindest... ich habe ja im Skript eigentlich einen Punkt abgezogen und nur eine 8 von 10 gegeben, aber die Folge ist gleichzeitig von der Bedeutung für mich persönlich, dieses lebendig gewordene Clone Wars jetzt hier zu sehen, dann doch mehr, deswegen gehe ich hier erstmal mit einer 8,5 von 10. Aber ich verstehe jeden tatsächlich, der Folge eine 9 von 10 oder höher gibt, wenn er persönlich halt eben nicht so viele Probleme wie ich hat mit der Aussage und den Sinn und das vielleicht besser versteht als ich. Ich verstehe aber auch jeden, der die Folge irgendwie nur mit einer 6 von 10 bewertet. Und halt eben den Sinn als Hauptkritikpunkt da drin hat. So, ich kann wirklich diese Bewertungsrange ganz gut verstehen bei dieser Folge, dass die vielleicht auch so ein bisschen spalten kann. Spaltet sie nicht so sehr, das Internet ist sich eigentlich relativ einig, dass die Folge awesome ist, hat eine 9,4 bei IMDb, aber ich kann es persönlich nachvollziehen, wenn einem das hier letztendlich nicht gefallen hat, wenn die Begründung, die ganzen Fanservice-Thomas Flashbacks zu zeigen, für einen zu wenig gewesen ist. Und das sind jetzt meine Gedanken in, ja, zu dieser Folge, in dieser Review hier. Es war ein bisschen wirr, aber ich bin schon deutlich zufriedener als mit der anderen Review, weil holy shit, da war ich komplett wirr und verwirrt unterwegs. Ich musste das unbedingt nochmal überarbeiten, bin froh, es getan zu haben und bin jetzt auch mit der Review hier relativ zufrieden, da ich ja nach wie vor nicht komplett dahinter steige, was das Ganze mit Anakin komplett hundertprozentig zu bedeuten hatte, aber ich denke mal, halt da trotzdem relativ viele Gedankenansätze drin waren und hoffe, euch hat das einigermaßen gefallen und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend an diesem Montag, wo das Video hier hoffentlich gekommen ist, weil schaffe ich es jetzt nicht, wir haben 0.29 Uhr, inzwischen auch schon am Montag, aber es ist doch eigentlich für mich der Sonntag, weil ich noch nicht schlafen gelegt habe. Ich hoffe es noch zu schneiden, diese 80 Minuten, schon wieder 80 Minuten lange Review tatsächlich, weil das wird noch wahrscheinlich um 2-3 Stunden dauern. Wenn nicht, wird das Video hier erst vielleicht sogar Mittwoch kommen. Also wenn die nächste Folge schon erschienen ist, das würde mir sehr leid tun. Aber schauen wir tatsächlich mal, wie es laufen wird. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und wie immer, möge die Macht mit euch sein.